Hallöchen, wie geht es euch? Hört ihr mich? Ja, ihr solltet mich hören. Hallo! Hab's geschafft. Es ist ein bisschen später geworden als geplant, aber ich hatte noch was Wichtiges zu tun und ja, jetzt bin ich da. Also, hallo Saria, hallo Shantu, sowohl bei Twitch als auch bei YouTube. Und Hallöchen, Gaming Maus. Hallo Nils, hallo Lydia Bund, hallo Amabella, hallo Saria auch bei Twitch. Und hallo Maike, hallo Milan, hallo Arabella, hallo Miriam, hallo Johanna Amelie, hallo Manja, Chrissy, Hallöchen. Und hab ich denn noch jemanden? Ja, hallo Easy Peasy und hallo CF169, sag mir gerne, wie ich dich nennen darf. Und ja, ich glaube, ich. Ah, nee, hallo Zoe, auch schön, dass du da bist. Hallo Kati und hallo Anna Pineapple. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich alles vorgelesen, oder? Ich hoffe. Ich hoffe. Ja, und Chrissy, tatsächlich ist der Vlog schon online. Also der Vlog von heute, der ist tatsächlich seit 17 Uhr schon online. Also den könnt ihr jetzt auch offiziell auf meinem Kanal schon sehen, also bei YouTube. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wie geht's euch allen? Wie geht's euch? Und Dankeschön, Easy Peasy. Ganz lieben Dank. Wie geht es euch? Also, ja, wie gesagt, also ich hatte gerade noch was zu tun. Die Mutter von meinem Freund, die wird nämlich am Montag, wird die 60 und da mussten wir jetzt noch ein kleines Fotoshooting eben machen. Und ja, da musste ich dann auch natürlich ganz fix hin. Deswegen. Ja. Und CF, du schreibst, du bist die Carmen. Das schreibe ich mir natürlich sofort auf. Oh mein Chanten, Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dein verschenktes Sub. Lieben Dank. Oh, du bist so lieb. Dankeschön. So, eigentlich wollte ich aber sagen, CF hat geschrieben, du bist die Carmen. Dann werde ich das einmal kurz anpassen. So, Carmen. Perfekt. Sollte das, dann lese ich das nämlich jetzt auch immer so. Oh no, und Milan schreibt, es hängt. Oh no. Ich hoffe, das hängt nicht lange. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Nein, nein. Also hängen ist nämlich jetzt gar nicht cool. Also hier steht auch bei mir bei Twitch, dass es ein bisschen instabil ist, aber ja, wir hoffen mal, dass sich das gleich bessert. Und okay, dich kann ich Lea nennen. Dann schreibe ich mir das auch direkt mal auf. Denn bei Twitch ist ja das Schöne, da kann ich halt die Namen anpassen. Bei YouTube geht das leider nicht. Da muss ich mir jetzt irgendwie so merken und das klappt halt nicht immer so ganz gut, weil es sind ganz schön viele Namen. Aber ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Und seid mir nicht böse, wenn ich es mal vergesse. Ja, aber mir, genau, Easy Peasy schreibt auch schon, wie geht's dir denn? Ja, soweit ganz gut. Also ich war heute arbeiten und ich habe mich geschnitten. Ist nichts Schlimmes. Also keine Sorge, kein Blut, aber ich habe hier, da habe ich mich an der Dose geschnitten. Aber sonst geht's mir gut. Ja, sonst geht's mir gut. Und hallo Lilly, schön, dass du da bist. Ja, wie gesagt, also ich war arbeiten, das war los heute. Also dementsprechend musste ich sehr, sehr früh aufstehen. Was habe ich dann gemacht? Ja, dann habe ich noch ein bisschen was für YouTube gemacht, beziehungsweise für die Weltenbummler-Challenge. Habe ich mir ein Haus rausgesucht, weil vielleicht schaffen wir es ja, dass wir heute so ein bisschen auch mit dem Bauen anfangen. Habe ich mir ein Haus auch rausgesucht, was viel zu schön ist, was wir wahrscheinlich niemals so nachbauen können. Aber wir versuchen es, also vor allem mit dem limitierten Geld gerade. Also wir haben ja, also ich hoffe, dass wir heute mal endlich die 10.000 Simoleons knacken. Aber ich glaube nicht, dass wir uns davon dieses tolle Haus bauen können. Aber ich habe es schon mal gespeichert und genau. Und ja, Chrissy schreibt auch schon, das Baby könnte doch heute auch schon kommen. Richtig. Das könnte heute auch passieren. Denn beim letzten Mal sind wilde Dinge passiert, ja. Ihr habt ja gerade das Short gesehen, falls ihr ja gerade schon da wart. Und falls nicht, ich habe jetzt endlich einen Command, Leute. Ich habe endlich einen Command. Ich schreibe ihn mal rein. Weltenbummler-Vlog. Also mit Ausrufezeichen davor. Dürfte jetzt auftauchen, hoffentlich, wenn es klappt. Ja, sehr schön. Okay, also da ist nämlich jetzt der Command. Der führt nämlich direkt nach, 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 nach. Playlist auf YouTube, also wo ihr dann die ganzen Vlogs schauen könnt. Und also falls ihr einen Vlog verpasst habt, also die Vlogs, die mache ich ja im Prinzip nur, damit man sich theoretisch nicht den ganzen Stream angucken muss. Wenn man es verpasst hat, natürlich freue ich mich darüber, wenn ihr das gucken wollt, aber ich kann es auch verstehen, wenn man sich keine 3 Stunden angucken will. Deswegen mache ich das. So, und ich habe gerade noch irgendeinen Namen gesehen, den habe ich jetzt aber schon wieder überlesen. Ich muss mal kurz hier hochscrollen. Wo habe ich das gelesen? Irgendjemand hat mir gerade noch seinen Namen verraten. Und hallo Ria, jetzt habe ich die noch gar nicht vorgelesen. Oh Mensch. Ria, schön, dass du da bist. Du bist jetzt VIP, wie du siehst.
Also vielleicht hast du es schon gesehen, du bist ein VIP, du bist mein erster VIP. So, aber ich muss jetzt mal ganz kurz hier den Namen finden. Ich finde ihn nicht. Ah, da! Anna Pineapple hat geschrieben, kannst du mich einfach Anna nennen, Supi. Dann mache ich das nämlich auch noch. Anna. Schön, habe ich mir notiert. Sehr cool. Gut, habe ich in der Zeit irgendwas überlesen? Ich hoffe nicht. Chrissy, genau, Chrissy hat geschrieben, gehen wir zum Frauenarzt. Ja, das werden wir heute auf jeden Fall tun. Ich habe mir eine kleine To-Do-Liste geschrieben, damit wir auch nichts vergessen. Aber ich meine, solche Sachen vergessen wir eh nicht. Außerdem habe ich ja euch und ihr erinnert mich da eh ran. Also kann gar nichts passieren. Und ja, genau. Und Saria, ja, stimmt, wir haben auch noch ein paar Simoleons vom alten Haus. Aber ich zeige euch gleich mal das Haus. Ich kann ja schon mal direkt hier in die Sims 4-Szene reingehen. Dann dürftet ihr das Spiel auch gleich sehen. Und dann zeige ich euch schon mal das Haus, was ich mir rausgesucht habe. Also sonst viel zu. Kann das Spiel bitte mal auftauchen? Ja, da ist es. Also das Haus ist viel zu schön. Und das werden wir. Ich glaube, das kriegt man nicht mal für 50.000 Simoleons so hin. Aber das ist halt das, woran ich mich inspirieren möchte. Das heißt ja nicht, dass wir es genauso bauen müssen. Da ist es. Sieht's nicht toll aus? Ich finde es so schön. Ich finde, es passt perfekt nach Brindleton Bay auf unser Grundstück. Also, es gehört da einfach hin. Und ja. Also, ich finde es toll. Ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber ich finde es toll. So, jetzt muss ich erstmal weiterlesen. Ihr habt schon wieder ganz schön viel geschrieben. Ihr habt schon wieder ganz schön viel geschrieben. Ich komme einfach nicht mit. Oh Mann, aber Nina, hallo, schön, dass du da bist. Und was habe ich noch verpasst? Hallo, Mimi. Und wie lange geht es heute? Ich weiß es natürlich noch nicht hundertprozentig. Das ist ja bei mir immer so, dass ich nicht so wirklich weiß, bis wann ich streamen will. Aber mein Freund ist, glaube ich, der kommt, glaube ich, ungefähr um 22:30 Uhr wieder. Also spätestens dann wird es wahrscheinlich gehen. Wobei manchmal kommt er auch um 11 wieder. Aber ich weiß nicht, ob ich so lange mache, weil, wie gesagt, bin schon seit 4:44 Uhr wach. Weil um 4:44 Uhr geht immer mein Wecker. Mein innerer Monk braucht das um 4:44 Uhr. Deswegen, ja, bin ich seitdem schon wach und deswegen weiß ich natürlich nicht, wann ich müde werde, aber so ungefähr, dass ihr einen Anhaltspunkt habt. So, auf jeden Fall, hallo, Vivi Kleines, schön, dass du da bist. Und ja, richtig, du hast es gesehen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und Nina hat geschrieben, ich habe spiele eine Challenge, wo das Ziel ist, 1 Million im Safe zu erreichen. Ah, von Insane Draw, richtig? Habe ich auch gesehen. Finde ich auch super cool. Habe ich auch schon mal überlegt, ob wir das nicht auch mal machen wollen, weil ich die Idee super cool finde. Also Million Dollar Girl Challenge hat sie die, glaube ich, genannt. Ultra coole Challenge. Also falls ihr Insane Draw nicht kennt, unbedingt auch mal bei ihr vorbeischauen. Die macht auch ganz, ganz tolle Videos. So, und du hast es heute geschafft. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, also vielleicht können wir das auch mal bei uns im Stream machen. Würde ich auch bei uns sehen. Ich meine, jetzt gerade haben wir noch diese Challenge und die wird auch noch ganz lange gehen, aber wir können ja mal gucken. So, richtig, Chrissy. Oh mein Gott, das ist großartig. Oh, jetzt habe ich das hier über den Alert gepackt. Das ist natürlich auch dumm. Ich habe gerade den Alert gesehen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Und zwar hat Chantu Wassermarsch eingelöst. Das werden wir auch direkt mal machen. Den Trink ist wichtig, Leute. Vor allem nach so einem langen Tag. Also, Prost. Alle mal einen Schluck nehmen. Ups. Direkt mal geklärt. Auf jeden Fall hat Chrissy geschrieben, nee, sie ist VIR, Very Important Ria. Großartig. Also, Ria, du bist jetzt nicht VIP, sondern VIR. VIR. So. Und Lexi hat geschrieben, wollte eigentlich gerade ein neues Buch anfangen, aber dann fing dein Stream an. Ja, Pech gehabt. Also, ja. Darfst natürlich auch gerne lesen, wenn du das willst. Also, ich zwinge dich zu nichts, aber ich freue mich auch, wenn du hier bist. Ne? Und so, haben wir noch irgendwas? Guck mal, was sie noch so geschrieben habt. Wo hast du das gefunden? Was meinst du, Chrissy? So. Ach ja, ach, das Haus. Ja, ich habe schon wieder vergessen, dass ich euch das Haus gezeigt habe. Aber wir kennen es ja, wir lieben dumme Dinge. Deswegen fragen wir uns einfach gar nichts mehr. Das Haus, das habe ich habe einfach bei Pinterest eingegeben. Irgendwie Hausgrundrisse oder sowas. Und dann taucht da halt immer sowas auf. Ich meine, wir müssen ja nicht genau den gleichen Grundriss auch machen, aber ich finde das ganz gut, dass da auch so ein Grundriss bei ist. Dann weiß man ja, wie das ungefähr aufgebaut ist. Ich meine, Garage zum Beispiel brauchen wir jetzt nicht. Aber finde ich ganz cool auf jeden Fall. Also das Haus, ja, wie gesagt, ich finde es mega. Und ich sehe auch schon, dass ihr das auch alle toll findet. Also zumindest das, was ich bis jetzt lese. Genau, und wir schauen mal, ob wir es heute schaffen zu bauen. Wie gesagt, so sowieso nicht mit 15.000 Simoleons, das wird nichts. Aber man kann ja vielleicht schon mal die rechte Hälfte da bauen oder nur die Garage. Wir gucken mal, was wir hinbekommen. Aber auch ja erst, wenn sie die 10.000 erreicht hat. Also wir müssen mal gucken.
Und Arabella schreibt, Chrissy macht wieder bestimmt viel Ärger. Oder die Katzis, die halten dich dann wach, weil sie wieder nicht wollen, wie du willst. Ja, aber wir haben ja beim letzten Mal jetzt rausgefunden, wie es funktioniert. Ganz zum Schluss. Also wir müssen da ein bisschen cheaten. Wir müssen die Katze, mit der die unsere Katzen dann halt Katzen machen wollen, das war ganz schön viel Katze in einem Satz, die müssen wir halt ganz kurz zum Haushalt hinzufügen per Cheat. Deswegen werden wir es jetzt auch nur noch mit Streunern machen, ist da halt so, wie es ist. Und die müssen wir dann halt eben zum Haushalt hinzufügen. Früher ging das auch ohne, aber wir haben es ja letztes Mal gesehen, es geht nicht ohne. Ich habe die Beziehung hochgecheatet bis zum geht nicht mehr und trotzdem hat es nicht funktioniert. Also wir müssen dann kurz cheaten, die zum Haushalt hinzufügen, dann Babys machen und dann wieder entfernen. Aber egal, so, ja, geht halt nicht anders, wissen wir ja. Also ihr habt es letztes Mal gesehen und falls ihr es nicht gesehen habt, dann guckt den Stream nach, denn da beweise ich euch das, dass es nicht anders geht. Ja, genau, Chanto, wer viel redet, muss viel trinken. Ich weiß auch nicht, also irgendwie bin ich heute auch ganz schön im Redefluss, merke ich gerade. Wir haben noch nicht mal richtig gestartet. Also wir starten gleich. Ich muss einmal kurz nach unten scrollen und nochmal lesen hier, was ihr schreibt und dann können wir gleich starten. Sehr schön. Und Dankeschön, Zoe, das freut mich, dass dir meine Disney Legacy Challenge gefällt. Und Gamingmo schreibt, die spiele ich auch, habe jetzt eine Villa, habe sehr Angst, auf meine Spielzeit zu gucken, weil ich gestern nur eine Einzimmerwohnung hatte. Also geht's um die Million-Dollar-Girl-Challenge. Ja, wie gesagt, ich will die auch mal spielen. Das klingt schon sehr, sehr cool. Das Haus, auf welcher Seite? Oh. Ja, wie gesagt, ich habe es halt bei Pinterest gefunden. Ich habe da gar nicht nach Seite geguckt. Das ist irgendeine Immobilienseite. Also das Haus gibt es, glaube ich, theoretisch irgendwo in den USA oder was weiß ich was zu kaufen. Also, ja, wenn jemand Geld über hat und uns das Haus kaufen will, so als WG, bin ich dafür. Also, wir ziehen da ein. So. Genau, die Garage könnte das Kinderzimmer werden, das stimmt. Oder halt so ein Wintergarten. Man könnte ja auch aus dem Garagentor einfach eine riesen Fensterfront machen und dann so ein Wintergarten. Fände ich auch cool. Fände ich auch cool. So, ich sehe vor meinem geistigen Auge ein Shirt mit der Aufschrift Hashtag wir lieben dumme Dinge. Ja, wenn ich mal Merch rausbringen sollte, dann muss das halt irgendwie mit inkludiert sein. Also das auf jeden Fall. Aber ja, noch habe ich mir darüber halt gar keine Gedanken gemacht, weil ich auch das Gefühl habe, keiner würde mein Merch kaufen. Aber wer weiß. Also vielleicht wollen ja auch alle ein Alpaka wir lieben dumme Dinge Shirt oder Lama. Je nachdem, wie man es nennen will. Also es sind verschiedene Tiere, aber also die Emotes, die ich da habe. Ich finde, die könnten beides sein. Ach ja. Ja, nur das mit dem Techtelmechtel müssen wir noch üben. Hat ziemlich lang gedauert. Über eine Stunde, stimmt. Das war ja auch noch. Oh mein Gott. Ja, ich muss euch gleich nochmal zeigen, was alles passiert ist. Und genau, während ich den Vlog gemacht habe, also den Weltenbummler-Vlog, ist mir was aufgefallen, Leute. Ich wollte nämlich zu. Ich musste gerade kurz überlegen, wie sie heißt. Aber ich wollte nämlich zu Celina reisen. Die wohnt hier gar nicht mehr. Die ist ausgezogen, die Alte. Also die Mutti und der Bruder und der Stiefvater, die wohnen da alle noch. Und das Baby, was komischerweise immer noch ein Baby ist. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich aus Versehen die Alterung für andere Haushalte ausgestellt habe. Das habe ich jetzt auch wieder gefixt. Deswegen dürfte das Baby dann auch bald älter werden. Aber Selina, die wohnt hier einfach nicht mehr. Ja, also müssen wir auch gleich mal gucken, wo die denn hingezogen ist. Wahrscheinlich ist sie weggezogen, weil ihre Mutter ja so ein bisschen, wir wissen es nicht, aber sie wirkte ja immer so ein bisschen homophob. Und das konnte die Selina wahrscheinlich nicht ab. Deswegen ist sie weggezogen. Aber wir wissen noch nicht viel mehr. Aber das ist mir aufgefallen. Das musste ich euch unbedingt noch vorher zeigen, bevor wir reinstarten gleich. Und Mimi hat auch schon geschrieben, ist Chrissy schwanger? Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um einmal mal reinzustarten hier. Denn ja, beim letzten Mal sind Dinge passiert. Eventuell hatte Chrissy eine Affäre mit Derek im Nachtclub. Und ja, und eventuell sehen wir es hier. Eventuell, also es ist jetzt gerade genau der Zeitpunkt, wo Chrissy ist. Ups. Wo Chrissy es beim letzten Mal gesehen hat oder bemerkt hat, sie ist schwanger. Also ich habe mal für einen Vlog mit reingenommen, dass sie halt beim Arzt war, einfach so wegen Bauchschmerzen und dann bei so einer Routineuntersuchung wurde es halt festgestellt. Also die Chrissy, die es gerade mit Laika einen Spaziergang gemacht, ist zum Arzt gewesen. Und ist jetzt gerade auf dem Rückweg mit der Nachricht, ach du Kacke, ich bin schwanger von einer Affäre. Und dazu gibt es auch ein tolles Moodlet, habe ich auch entdeckt, als ich den Vlog gedreht habe.
Und zwar das hier. Es ist so großartig. Ich lese es euch vor. Ungünstig wegen einer Schwangerschaft außerhalb der Beziehung. Chrissy hat in letzter Zeit kein Techtelmechtel mit ihrem offiziellen Partner gehabt, in Klammern, oder nicht in irgendeiner Weise, die eine Schwangerschaft verursachen könnte. Also ist dieses Baby auf keinen Fall ihres. Und natürlich wird es bekannt, sobald sich der schwangere Bauch bemerkbar macht. Wenn Chrissys Betrug noch ein Geheimnis war, wird es bald nicht mehr sein. Und das ist so großartig. Also gar nicht großartig, aber irgendwie ist es auch großartig. Allein, dass wir diese Option hier gezeigt bekommen. Und hier sehen wir es auch nochmal, eine kryptische Schwangerschaft. Das war nämlich nicht einfach so eine Schwangerschaft. Ich bin schon wieder richtig hinterher mit den Nachrichten von euch. Ich lese gleich weiter, ich verspreche es euch. Aber ich muss euch das ganz gut zeigen. Denn ja, es war eine kryptische Schwangerschaft. Das heißt, Chrissy hat es einfach nicht sofort bemerkt, weil sie aber auch einfach nicht damit gerechnet hat. Also sie hat es bemerkt und ist sofort im zweiten Trimester gewesen oder ist jetzt im zweiten Trimester. In 2 Tagen kommt sie ins dritte Trimester. Ich habe die Schwangerschaft nämlich ein bisschen hochgestellt auf 4 Tage, glaube ich. 4 oder 5 Tage statt 3. Weil ich das ein bisschen realistischer finde, dass man auch ein bisschen was von der Schwangerschaft an sich hat. Sonst ist es immer so, Sims werden schwanger und am nächsten Tag ist schon das Baby da gefühlt. Ha! Ja! Hallöchen! Habe ich mich erschrocken. Warum erschreckt ich mich denn immer so? Mag mal jemand von meinen Mozis einen Shoutout raushauen? Vielen, vielen Dank, Pia, für dein Raid. Hallöchen. Ah, ich habe noch nicht mal meine Nachrichten hier fertig gelesen. Jetzt joinen hier schon wieder ganz viele andere. Mensch, Hallöchen und vielen, vielen Dank für dein Raid, Pia. Was habt ihr Schönes gemacht? Ganz lieben Dank für deine Community, dass du mir deine Community anvertraust. Vielen Dank. Mein Herz pocht gerade noch ein bisschen. Ich hab mich erschrocken. Was habt ihr Schönes gemacht? Ich stelle mich mal erstmal vor an die Leute, die mich nicht kennen. Und zwar bin ich die Simbo. Bei mir gibt es, wie der Name schon erahnen lässt, ganz, ganz viel Sims oder eigentlich fast ausschließlich Sims. Und jetzt gerade spielen wir an der Weltenbummler-Challenge. Also vielleicht mag ja mal jemand von meinen Mozis Ausrufezeichen Weltenbummler in den Chat schreiben. Da werden die Regeln einmal gezeigt. Falls ihr das noch nicht kennt, dass ihr wisst, was hier so passiert gerade. Aber ja, wie gesagt, das machen wir gerade und haben auch gerade erst den Stream gestartet vor ein paar Minuten. Also wir sind noch ganz am Anfang. Haben noch nicht viel gemacht heute. Aber es ist sehr wild. Wir hatten eine, also nicht ich, mein Sim. Wichtig zu sagen vielleicht nebenbei. Aber wir hatten eine Affäre und sind schwanger vielleicht von dieser Affäre. Ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Aber naja, Dinge passieren halt. Dinge passieren halt. So. Genau, wie gesagt, da sind wir gerade reingestartet. Aber ja, ich zeig's euch nochmal hier. Mein Spiel öffnet sich gleich. Auf jeden Fall ist es gerade einfach sehr, sehr wild. Und ihr habt erst Planet Zoo und dann Among Us gespielt. Sehr, sehr cool. Ja, ich habe immer noch kein Among Us gespielt. Wollte ich auch nochmal machen. Also müssen wir eigentlich auch nochmal machen. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Oh Mann, ey. Aber wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr hier seid. Freut mich sehr. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Und an alle von mir hier, schaut auch gerne mal bei der Pia vorbei. Wir hatten nämlich letzte Woche Freitag auch unser Sims-Bingo mit Pia und Cesar zusammen. Und das war auch sehr, sehr witzig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also die Pia, die ist eine ganz Liebe. Da dürft ihr gerne mal alle reinfolgen. Ja, auf jeden Fall ist das hier unsere Chrissy, die eine Freundin hat. Die sehen wir hier. Das ist die Selina. Aber beim letzten Mal hatte sie im Nachtclub halt auch eine Affäre. Und das ist der Derek. Wir haben die Liebesleiste wieder gelöscht, weil wir gesagt haben, die beiden waren so betrunken, dass sie sich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, jetzt ist es aber halt passiert. Hier steht's, ungünstig. Also Chrissy hat in letzter Zeit kein Techtelmechtel mit ihrem offiziellen Partner gehabt oder nicht in irgendeiner Weise, die eine Schwangerschaft verursachen könnte. Also ist dieses Baby auf keinen Fall ihres. Und natürlich wird es bekannt, sobald es der schwangere Bauch bemerkbar macht. Wenn Chrissys Betrug noch ein Geheimnis war, wird es bald nicht mehr sein. Also ja, ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir es machen. Aber wir drücken jetzt auch erstmal auf Play, denn das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Also ja, es ist alles sehr, sehr wild. Und warum hat Laika so ein cooles Stachelhalsband? Auch wild. Sehr, sehr wild. Genau, und wir werden in diesem Stream auf jeden Fall einen Ultraschall machen. Wir werden in diesem Stream ja vielleicht sogar schon das Baby bekommen. Und ich hoffe, wir werden uns in diesem Stream auch mal ein neues Haus bauen. Denn unser Haus ist ein bisschen hässlich. Sagen wir es so, wie es ist. Es ist ein bisschen hässlich. Aber
Ja, so ist das nun mal. Genau, und ich habe noch gar nicht geguckt, was Chrissy überhaupt von ihrer Schwangerschaft hält. Wir wissen nur, dass sie schwanger ist, aber sie scheint irgendwie glücklich zu sein. Ah nee, weil sie einen neuen besten Freund hat. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Chrissy ist jetzt schwanger und aufgeregt, bald Mutter zu sein. Okay, sie ist aufgeregt. Ist sie glücklich darüber? Also sie ist halt ein bisschen benommen, weil es eine kryptische Schwangerschaft ist. Und sie ist verdammt müde. Aber ist sie glücklich? Wäre glücklich, schwanger zu sein? Ja, gut. Was machen wir jetzt mit der Information? Also sie ist irgendwie glücklich, sie wäre gerne schwanger, aber vielleicht wäre sie es nicht gerne unter diesen Umständen. Also es steht hier ja auch, dass es halt ein bisschen dumm gelaufen ist, ein bisschen ungünstig. Ein bisschen blöd halt. Ja, weil es halt eben von der Affäre ist und nicht, ich meine, es kann halt auch gar nicht von Selina sein, weil Frauen und Frauen, also das funktioniert in dem Sinne halt nicht. Mein Gott. Und hier ist gerade irgendjemand auch zu Besuch. Auch schön. Vielleicht sollte, ja, vielleicht sagst du einfach mal Tschüss, weil du hast gerade komische Neuigkeiten von deinem Arzt bekommen und dann willst du keine fremden Leute hier haben in deinem Haus. Laika hat Hunger. Laika, dann isst doch einfach was. Hier ist doch, also nimm doch einfach. Habe ich nichts gegen. Aber ja, es wird auf jeden Fall interessant heute. Wie gesagt, ich habe eine lange To-Do-Liste für heute. Punkt 1 ist tatsächlich, dass wir, genau, Punkt 1 ist, dass ich euch erzählen wollte, dass Selina woanders wohnt. Dann müssen wir gleich noch gucken, wo. Dann, genau, ihr habt mir noch was geschrieben. Oh Leute, jetzt fällt mir das erst alles wieder ein. Ihr habt mir geschrieben, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber ihr habt mir geschrieben. Hey, ich habe schon wieder die ganzen Alerts für die Follows nicht mitbekommen. Aber ganz, ganz lieben Dank, Lea, Kartoffler und Tammylein und Nani, Nana für eure Follows auf Twitch. Ich habe es nicht mitbekommen, aber jetzt habe ich es doch noch gemerkt. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall habt ihr mir was geschrieben. Ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, wer das war. Also falls die Person gerade hier im Stream ist, darfst du es gerne mal sagen. Aber mir hat eine Person geschrieben. Oh, Chrissy muss ganz schön dringend. Mir hat eine. Was ist denn hier los? So, ich muss jetzt erstmal reden, sonst kriege ich hier schon wieder gar nichts hin. Auf jeden Fall hat mir eine Person geschrieben, dass scheinbar nicht nur Chrissy und Derek eine, also Affäre haben, sondern auch Selina mit Derek. Weil letztes Mal habe ich ja kurz Derek gesteuert, weil wir hatten da ja solche Probleme mit dem Techtelmechtel, das er irgendwie nicht wollte. Und deswegen musste ich dann Derek ja mal kurz steuern zwischendurch. Und da hat wohl jemand entdeckt, dass Derek und Selina eine Liebesleiste haben. Und ich konnte das gar nicht glauben, bin ich ehrlich. Konnte das nicht glauben. Also, wehe, ihr lügt mich an. Und sehe ich gerade schon wieder, dass mein Twitch-Chat nicht funktioniert oder funktioniert es doch? Ach Mann, ich habe schon wieder nicht runtergescrollt, ich Vollidiot. Ihr schreibt die ganze Zeit, ich wundere mich, warum denn keiner schreibt. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum keiner schreibt und ich habe einfach nicht runtergescrollt beim Chat. Ich Vollidiot. Mann, ey. ja, auf jeden Fall, das müssen wir erstmal checken, hätte ich gesagt. Also als allererstes müssen wir mal kurz checken, wo Selina jetzt wohnt, weil die ja umgezogen ist. Sun My Shoe im Penthouse, ja klar. Ja klar. Die Selina, die ist einfach alleine ins Penthouse gezogen nach Sun My Shuno. Also, wer es kann, ne? Wer kann, der kann, würde ich sagen. Vielleicht ist Selina deswegen abgehauen. Boah, wäre auch spicy. Wäre auch spicy. Oh mein Gott. Ich Vollidiot habe einfach nicht weitergelesen. Und ich wundere mich, wie gesagt, die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Derek, 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 würde ich auch sagen. Also, ich meine, gut, von unserer Affäre weiß er ja nichts mehr. Aber so, wie gesagt, das müssen wir jetzt erstmal checken. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo Selina wohnt. Wo wohnt Derek eigentlich? Weil ich glaube, der ist auch irgendwie umgezogen. Der wohnt nicht mehr in Brindleton Bay. Ich meine, es ist nicht das gleiche Haus. Aber der wohnt auch in San Myshuno, Leute. Der wohnt auch in San Myshuno. Die sind Nachbarn. Ich glaub's nicht. Das, also. Ich fand die Situation schon wild, dass Chrissy eine Affäre hat mit Derek. Und jetzt halt auf einmal einen Bauch hat, weil sie jetzt auf einmal schon im zweiten Trimester ist. Und Chrissy das jetzt irgendwie Selina beibringen muss, aber. Sehr, sehr wild.
Sehr, sehr wild. Und vielen, vielen Dank, GFay, für dein Resub. Ganz, ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank für deinen Support. Aber was ist denn hier los? Also, also, ich muss es aber erstmal checken. Ich weiß es ja gerade nicht, ob es wirklich stimmt. Warte, ich habe hier auch die ganze Zeit auf Play. Das ist natürlich auch ein bisschen dumm. Ich werde mal ganz kurz. Wie mache ich das denn jetzt? Wie machen wir das? Wie gucke ich das nach am besten? Ich weiß es nicht. Vielleicht gehen wir einmal ganz kurz in Weltenverwalten-Modus. Ich speichere mal und dann gehen wir mal ganz kurz auf Selina. Dann können wir mal gucken, in welchem Penthouse sie da so wohnt. Weil ich glaube nicht, ja gut, Chrissy schreibt schon Selina einladen, aber ich glaube nicht, dass Chrissy Selina jetzt sofort einlädt. Ich meine, sie hat gerade einen Bauch, einen Schwangerschaftsbauch. Und ich glaube, Chrissy muss erstmal überlegen, wie sie. Oh, hier war ich schon direkt drauf. In dem Penthouse wohnt sie also. Ich werde mal ganz kurz auf Spielen drücken, werde gleich aber, ja, ohne Speichern wieder zurückgehen. Aber ich will jetzt gucken. Was da los? Also, ob die wirklich eine Liebesleiste haben. Wenn die jetzt wirklich noch eine Liebesleiste haben. Okay, mit Chrissy hat sie auf jeden Fall eine Liebesleiste. What? Ihr habt nicht gelogen. Die sind Turteltauben. Ja, wie? Was Chrissy schreibt und nicht mal klein. Das ist nicht mal so eine kleine Liebesleiste. Die sind ja voll. Also, sind wirklich Turteltauben. Oh mein Gott, das ist ja mal ganz anders als ich irgend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, was machen wir jetzt aus der Story, Leute? Was machen wir denn? Also. Ja gut, bei Gefühlen steht nichts. Und bei uns? Freundlicher Rat. Motivierende Gefühle. Celia erinnert sich an den Moment, als sich Chrissy ihre Probleme anhörte und ihr einen gut durchdachten Rat erteilte. Ja, und Chrissy ist halt noch in Celina verknallt, aber von Celina gegenüber Chrissy steht hier halt noch also nichts mehr von Schwärmerei. Tja. Hat das Kind von Chrissy nicht gezeugt? Nee, wie auch. Aber sie weiß es ja noch nicht. Sie weiß noch nicht, dass ein Kind da in der Runde ist. Selina betrogen. Ja gut, ich werde jetzt erstmal wieder hier nur zu Weltenverwalten gehen und wir werden jetzt wieder auf Chrissy schalten, weil das ist natürlich unsere Hauptperson. Aber, oh mein Gott, wie, also. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? Was machen wir jetzt mit dieser. Also, das ist ja mal anders wild. Ich hätte damit gerechnet, dass es heute wild wird, weil wir halt heute. Ultraschall machen. Ich weiß ja noch nicht, was dabei rauskommt. Hoffentlich nur ein Kind. Und wir werden vielleicht sogar heute das Baby bekommen. Also wer weiß. Maybe. Warum kotzen hier eigentlich alle hin? Könnt ihr das bitte mal wegmachen? Aber auf jeden Fall, also hätte ich damit gerechnet, dass es wild wird, weil wir auch irgendwie noch Selina beichten müssen, dass wir schwanger sind. Offensichtlich nicht von ihr, weil, wie gesagt. Bienchen, Blümchen, Frau, also, ne, funktioniert in dem Sinne nicht. Und irgendwie müssen wir es auch noch Derek erzählen, so, hey, du bist Vater, aber ja, dass die beiden jetzt auch noch, also, das ist ja mal ein anderes Love Triangle. ja. Plot Twist, Abby kommt mit Chrissy zusammen. Ja, wie gesagt, also Abby hat bis jetzt noch nichts gemacht. Abby steht uns noch offen. Du hast vergessen, das Penthouse anzusehen. Ah ja, gut. Aber ich glaube, das war eh nur das normale Penthouse von EA. Da war jetzt nichts anderes. Aber war, ja, war ein Penthouse halt. Die wohnt allein im Penthouse. Oh mein Gott. Chrissy sollte es herausfinden, weil Selina eifersüchtig auf Chrissy ist, weil sie Derek mag. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Und es hat jemand lustige Brille eingelöst. Und zwar Johanna hat lustige Brille eingelöst. Okay, dann werde ich jetzt erstmal eine lustige Brille. Was habe ich jetzt? Ich vergesse immer, wie viel Zeit ich da eingebe. 15 Minuten habe ich eingegeben, oder? Mag mir das mal jemand sagen? Ich vergesse immer, was ich hier eingebe. Ich glaube schon. Guck mal schnell nach. Lustige Brille für 15 Minuten, ja. Okay. Okay. Heißt also, ich ziehe jetzt. Eine lustige Brille. Ups. Brille auf. Ich habe viele schöne Brillen.
Vielleicht, ich guck mal, was vielleicht passen könnte. Oh ja, die ist wild. Die ist sehr wild, mit Herz sogar quasi. Die ist sehr wild. Also, 15 Minuten, ich stelle mir mal schnell einen Timer. Timer. 15 Minuten, da seht ihr es. Und ich setze die Brille auf. Schön, wa? Schön. Und der Timer startet damit ab. Jetzt. Also ich zeige es euch nochmal ganz schnell, falls ihr es nicht seht. Meine schöne Brille, hier sogar mit Herz. Ich dachte, so passend zu diesem Love Triangle haben wir jetzt eine Brille mit Herz. Ist ja ganz klar. Ich sehe wortwörtlich durch die rosarote Brille, genauso wie Chrissy. Oh mein Gott. Aber ja, wie gesagt, also was wollen wir machen? Wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Wir müssen heute irgendwie Derek erzählen, dass er Vater wird. Irgendwie, würde ich sagen. Ich meine, wir können es natürlich auch einfach verheimlichen. Was sagt ihr? Vielleicht mag man jemand bei Twitch eine Umfrage machen. Wollen wir Derek erzählen, dass er Vater wird? Oder wollen wir es ihm komplett verheimlichen und ihm einfach niemals erzählen quasi? Ich meine, irgendwann wird er wissen, dass wir ein Kind haben. Aber wird er wissen, dass es von ihm ist? Oder verheimlichen wir es ihm komplett? Das vielleicht nochmal gut zu klären. Ich mache mal eine Umfrage bei YouTube. Und vielleicht mag jemand von meinen Mozis das bei Twitch übernehmen. Das ist vielleicht die erste Umfrage, die wir jetzt starten müssen. Ich glaube, wir haben heute noch viele Umfragen, aber das wird jetzt die erste sein. Also, wird Chrissy Derek von der Schwangerschaft erzählen? Fragezeichen. Ja, er soll es wissen. Oder nein, bleibt ein Geheimnis. So. Also bei YouTube ist die Umfrage gestartet und ja, bei Twitch habt ihr es auch schon getan. Ihr seid fix. Ihr seid so schnell, das ist unglaublich. Also die Umfrage, die läuft, wie gesagt. Ich fülle mal in der Zeit alle Tierschüsseln. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun gerade. Ich glaube, also Chrissy muss sowieso gerade grübeln. Sie grübelt jetzt die ganze Zeit. Irgendwie ist sie super glücklich. Das sind aber die Hormone. Es sind einfach nur die Hormone, dass sie jetzt gerade super glücklich ist. Ich meine, wie gesagt, sie wäre glücklich, schwanger zu sein, aber ich glaube nicht unter diesen Umständen. Und währenddessen, ach nee, das macht man ja gar nicht so. Während die Umfrage läuft, werden wir mal zum Frauenarzt gehen, würde ich sagen, weil das wird sie, glaube ich, als allererstes machen. Weil sie war jetzt beim Hausarzt, da hat sie die Information bekommen, zu 99% sind sie schwanger und das möchte sie jetzt noch mal beim Frauenarzt beziehungsweise beim, ja, im Krankenhaus offiziell testen und da wird sie dann auch erfahren, wie viele Babys es sind. Und hallo Kettle, schön, dass du da bist. Derek, du wirst wohl Vater. Derek, in Klammern, keine Ahnung, was in der Nacht passiert ist. Selina sollte doch nichts von uns erzählen. Ja, oh mein Gott, es wäre wild. Es wäre wild. Kleine Idee. Abby kümmert sich um Chrissy, weil sie von Selina und Derek erfährt. Es gibt so viel Spice, es gibt so viele Ideen. Es gibt so viele Ideen. So, wir werden jetzt erstmal Schwangerschaftsuntersuchungen. Los geht's. Natürlich ohne jemanden. Chrissy geht da jetzt ganz, also es weiß ja noch keiner. Es weiß niemand. Deswegen wird sie ganz alleine ins Krankenhaus gehen, ist ja ganz klar. Genau, und ihr könnt eine Vorhersage machen. Das ist eine sehr gute Idee bei Twitch. Machen wir mal eine Vorhersage. So, auf jeden Fall gucke ich mal, was. Ja, so lange werde ich noch mal warten. Ich warte noch mal, bis wann, also wann die Abstimmung fertig ist. Bei YouTube sagen gerade die meisten, ja, er soll es wissen. Okay, und bei Twitch sagen auch die meisten, ja, er soll es wissen. Ja, dann wird er es wohl wissen. Oh, und ich will als allererstes mal mein Krankenhaus platzieren. Enable Free Build. So, platzieren wir mal schnell mein Krankenhaus. Also meine Geburtenklinik. 50 mal 50. Benutzerdefinierte Inhalte. Da haben wir dann nämlich direkt alle Sachen von der Realistic Childbirth Mod. Also, falls ihr auch gerne ein Krankenhaus hättet, was ja generell ohne CC gebaut ist, sondern nur diese Realistic Childbirth Mod Sachen beinhaltet. Ich habe hier so ein Geburtskrankenhaus, also ja, mit Maternity Klinik, wie habe ich es genannt?
Maternity Hospital, also eine Geburtenklinik im Prinzip, habe ich gebaut. Die habe ich ja auch in meiner Disney Legacy Challenge. Das ist das gute Stück. Also quasi ein Krankenhaus, was rein auf Schwangerschaft spezialisiert ist. Und genau. Finde ich auch hier eigentlich ganz schön. Und diese Brille beste. Ja, ich liebe sie auch. Ich liebe sie auch. So, okay. Ach so, die Vorhersage ist schon gemacht. Okay, ich wusste nicht, dass es gleichzeitig geht. Das ist ja großartig. Also, wie gesagt, ihr könnt nochmal ganz schnell abstimmen, ob ihr möchtet, dass wir Derek davon erzählen. Die Abstimmung, die läuft noch. Und dann könnt ihr bei Twitch auch schon mal die Vorhersage machen. Ja, was ihr meint. Mädchen, Junge oder Mehrlinge. Also ihr dürft einmal gerne Kanalpunkte dafür setzen. Und je nachdem, ob ihr dann richtig geraten habt, bekommt ihr Kanalpunkte. Oder wenn ihr falsch geraten habt, dann müsst ihr die leider abgeben. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Weil vielleicht könnt ihr viele Kanalpunkte gewinnen und dann könnt ihr ganz wilde Sachen machen damit. Also ich hoffe, ihr setzt ganz, ganz viele Kanalpunkte. Und hallo, LSW, schön, dass du da bist. Ich habe leider deinen Spitznamen vergessen. Es tut mir leid. Bitte nimm es mir nicht böse. Ist immer so schwierig bei YouTube. Wie gesagt, bei Twitch kann ich mir Notizen machen, aber ja, es ist wild. Und hallo Maya, schön, dass du da bist. So, okay. Also, die Vorhersage läuft ja noch. Wie lange läuft die noch? Nicht, dass ich hier zu früh Dinge tue. Das wäre natürlich nicht gut. Okay, die Abstimmung ist schon mal zu Ende. Die werde ich bei YouTube schon mal beenden. Bei Twitch ist sie auch gleich vorbei. Und okay, das andere läuft gerade, oder? Okay, dann werden wir jetzt mal starten. Dann werden wir jetzt mal starten. Also, Chrissy ist jetzt im Krankenhaus. Wir wenden uns an, ja, theoretisch egal, die hier sieht doch nett aus. Wir werden direkt mal von der kryptischen Schwangerschaft erzählen. Also, mein Arzt hat gesagt, dass ich schwanger bin. Ich kann es noch nicht ganz glauben, weil ich habe 6 Monate lange nichts gemerkt, aber er hat es gesagt. Also, stimmt das? Können Sie da vielleicht mal nachgucken, da unten bei mir, ob da alles richtig ist? Ich weiß es nämlich nicht, ob da alles richtig ist. Naja, wild. Oh, habe ich hier überhaupt? Ich glaube, hier habe ich gar nicht die. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Dann müssen wir noch mal ganz kurz bauen. Also nur ganz kurz, weil ich habe diese Geburtenklinik nicht mit der ganz aktuellen Version gebaut. Packs? Nee, ist ja gar nicht mehr Packs. Benutzerdefinierte Inhalte. So, das wollte ich nämlich. Dann machen wir den Pool und sowas hier nämlich mal eben weg. Weil wir brauchen ja jetzt die Objekte für den Ultraschall und so. So, das hier mache ich weg. Wir haben hier ja ein Geburtenzimmer. Dann kommt das weg. Ultraschallgerät. Ah, nee, das hatte ich unten. Oder? Wo habe ich denn das? Irgendwo dachte ich, hatte ich ein Ultraschallgerät. Nee, habe ich doch nicht. Naja, okay. Also, dann kommt hier das Ultraschallgerät hin. Das kommt mal hier hin. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann wollte ich hier auf die andere Seite. Das habe ich da nämlich auch. Diesen Pappabstrich-Dingsbums. Dingsbums. So, das kann hier auch weg. Das Handtuch auch. Also hier ist das Pappabstrich-Ding. Und das komfortable Krankenbett, das könnte hier theoretisch auch noch hin. Wie habe ich das denn in der Legacy gemacht? Ich glaube, da habe ich es hier irgendwie hingestellt. So oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. So, glaube ich. So. Ich mache das jetzt mal ganz fix. Muss ja, also kann ja schnell gehen hier. So. Oh nee, passt nicht ganz. Machen wir es so. So. Dann kommt der Arztstuhl hier hin. Hier kommt das Ding hin. So, Mülleimer. Oh, muss auch noch irgendwo hin. Hier, neben die Tür. Und ich glaube, oh ja, der Ball sollte vielleicht nicht davor sein. Ja gut, die Babywiege muss weg. Da kommt dann eh einer. So. Schön. Okay, haben wir einmal kurz umgebaut. Ich glaube, wir haben jetzt alles. So, habt ihr irgendwas geschrieben in der Zeit? Oh Mann. So. Okay. Das Problem, in den Regeln steht nur 2 Kinder. 2 oder 3 steht da, glaube ich, oder? Wir machen nochmal ganz kurz die Regeln auf. Maximal 2 Kinder, stimmt. Stimmt. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass es maximal 2 Kinder sind. Oder am besten nur eins. Eins wäre toll. Aber maximal 2 halt eben. So.
Ultraschallpräferenz müssen wir noch eben wählen. Ich glaube, also dass wir halt wissen wollen, welches Geschlecht. Ja, bitte. Ja, bitte. So, und dann Ultraschalluntersuchung starten bei ihr. Mit ihr haben wir uns ja schon ein bisschen angefreundet. Warum willst du das nicht tun? Machen Sie bitte die Ultraschalluntersuchung. Wir wollen es jetzt wissen. Los geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wenn es Drillinge werden, ja, dann müssen wir eins verschenken. Oh mein Gott, Chantu hat das Gleiche geschrieben. Großartig. Großartig. Nee, keine Ahnung. Ja, dann sind es halt Drillinge. Aber, also dann ist es halt so. Wir werden dann nicht eins weggeben. Das wäre ein bisschen wild. Aber wir hoffen einfach mal nicht, dass es Drillinge sind. Ich hoffe einfach mal, ja, bitte eins. Eins reicht. Eins reicht sowas von. Also, mehr kann wirklich nicht sein. Ich habe zwar für Mädchen gestimmt, aber ich möchte doch einen Jungen, Nils. Ja, mal sehen. Also ich bin gespannt. So, wir schauen uns das hier jetzt mal ganz genau an. Chrissy glaubt natürlich noch nicht so ganz, dass sie schwanger ist. Sie hofft immer noch, dass irgendwie doch das Gegenteil auftritt. Bitte nicht. Bitte Not sag a mir das Gegenteil. Aber wir werden moment. es mal sehen. Wir werden mal schauen. Pooby Also durch die Hose, durch den Ultraschall. Das ist natürlich, das ist nämlich sehr intensiv dann. Also das, da kann man noch mehr sehen. Oh mein Gott. Ja, da Dipon. ist ein Baby. New. Da ist ein Baby, Chrissy. Da, siehst du es auf dem Bildschirm? Da Oh. ist ein Baby. There's a Wait a baby. minute. Aber eins! Eins! Ich sehe eins, oder? Ha heißt das schon was? Ja, oder? Wären da sonst zwei? Sinful Shusha. Das heißt was, Yes. oder? Ist es eins? Rowavine. Es ist And eins, oder? why? Es ist eins. Hoffe ich. Oder es könnten Yosemite. noch zwei sein. Holy Da links und cow. rechts. Also Gulpa hier, Sinatown. da und da. Es Oh, ist eins. Shusha. Es ist eins. Binja. Es ist eins. Lindeja Oh mein Gott, Frosch. wir wurden schon gespoilert, Leute. Ich lese erstmal das vor. Wir haben zwar schon alle gesehen, aber egal. Ich lese das über. Herzlichen Glückwunsch. Du bist schwanger. Basierend auf der Ultraschalluntersuchung sieht es so aus, als würdest du ein gesundes Baby erwarten. Bisher sieht alles gut aus, aber wir werden deine Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass alles auf Kurs bleibt. Dies ist eine aufregende Zeit und wir sind hier, um sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Und wir wurden gerade schon gespoilert. Es wird ein Mädchen. No. Also ich meine, ich wäre über einen Jungen genauso zufrieden. Aber eigentlich sind wir auch gar nicht zufrieden, weil Chrissy ist noch nicht bereit dafür. Chrissy ist, also sie sieht zwar gerade so aus. Also sie freut sich halt auch ein bisschen. Sie freut sich schon. Aber ja, die Umstände sind halt ein bisschen blöd. Sie freut sich irgendwie, aber die Umstände sind gar nicht toll. Die Umstände sind gar nicht toll. Ja, was machen wir jetzt? Also ihr habt ja dafür gestimmt, dass wir es Derek sagen sollen. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal direkt zu Derek gehen. Ich glaube, ich habe eine Mod drin. Darf ich rüberkommen oder so heißt die? Can I come over? Nee, das war nicht. Das war nicht richtig. Can I come over? Heißt die, glaube ich. Habe ich die noch drinnen? Wenn, dann müsste es doch bei Reisen sein. Ehrenamtlich. Urlaub nehmen, Reisen. Kann ich rüberkommen? Da! Derek. Okay. Wir schreiben Derek jetzt, dass er uns bitte seine Adresse sagen soll. Wir müssen unbedingt sofort rüberkommen. Wir haben was richtig Wichtiges zu besprechen. Bin sehr gespannt, was er sagt. Bin sehr gespannt, was er sagt. Bin sehr gespannt. Und genau, Arabella, zwischen Derek und Chrissy haben wir. Oh, haben wir die Liebesleiste weggecheatet, weil wir gesagt haben, die beiden waren halt so betrunken im Club, dass sie dann zwar was hatten, aber danach wussten beide gar nichts mehr davon. Deswegen ist die Liebesleiste weg. Also das haben wir extra so gemacht. Hatten wir auch, genau. Ja, genau, Saria hat es auch schon geschrieben. Die beiden hatten Filmriss. Auf jeden Fall sagt Derek, natürlich kannst du rüberkommen, weil er ist ja ein guter Kumpel. Kumpel. Ja, deswegen gehen wir jetzt los. Deswegen gehen wir jetzt los. Sie so positiv sehen, ist nur eins. Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Oh mein Gott. Ja, was machen wir denn nun? Wir müssen es ihm jetzt halt sagen. Hallo, Derek. Oh, wartet mal. Stopp. Chrissy war zwischendurch, bevor sie zu Derek ist, vielleicht nochmal ganz kurz. Obwohl, nee, sie hatte keine Zeit, Klamotten zu kaufen.
Ich wollte gerade sagen, sie war vielleicht noch mal weite Klamotten kaufen. Aber eigentlich ist dieses Hemd auch weit genug. Man sieht den Bauch halt trotzdem. Aber theoretisch hat sie sich schon was Weites angezogen, damit man es nicht sieht. In Sims sieht man es halt nur automatisch trotzdem. Okay, also Derek wohnt hier in dieser guten. Wow, Derek, das ist also schönes Eigenheim. Das ist echt der Wahnsinn. Also, so würde ich auch gern wohnen. Wow. Toll. Oder ist es gar nicht dein Haus? Doch. Doch. Schön, Derek. Gefällt mir hier. Ist toll. Ist ganz toll. Können wir nicht irgendwie. Ah. Ich werde Derek mal ganz kurz zumindest also die Grundmöbel kaufen, oder? Zumindest ein Bett. Ups. Habe ich den Cheat ausgemacht. Move Objects on. Oh, der Timer ist zu Ende. Ich darf meine Brille wieder absetzen. Und auf einmal ist alles so gelb. Das war gerade sehr rosa alles. So, auf jeden Fall will ich ihn mal ganz kurz. Jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Enable Free Build. Ich habe gehört, dass irgendwas eingelöst wurde. Ich schaue sofort. Baumodus. Genau. Wir werden ihm mal ganz schnell ein Bett kaufen. Oh, Nils! Nils! Okay. Ich fürchte, ich muss einen lustigen Hut aufziehen und ich will mal ganz kurz gucken, weil irgendwie hört man meine Follower-Alert schon wieder nicht. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich das aus Versehen ausgeschaltet habe. Weil das soll ja nun so nicht sein. Nö, habe ich nicht ausgeschaltet. Tja, keine Ahnung. Wird man Test-Alert senden? Sul-sul. Ja, hört man eigentlich. Vielleicht habe ich es auch überhört. Vielleicht habe ich es auch überhört. Aber ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall, Leni Schnieke, für dein Follow auf Twitch. Und Nils, was für einen Hut willst du denn? Also, du weißt bestimmt, welche ich habe. Vielleicht auch nicht. Also, ich habe entweder einen Propellerhut oder eine Sul-sul. Pylone. Oh, okay. Ja, es funktioniert doch. Es funktioniert doch. Vielen, vielen Dank, Sim Charlotte, für dein Follow auf Twitch. Ganz lieben Dank. So, auf jeden Fall habe ich entweder einen Propellerhut oder eine Pylone oder einen Haifisch oder ein Chicken. Welchen wählst du? Das ist die Rache, weil du mich bei Fall Guys geärgert hast. Ich habe dich nicht geärgert. Ich dachte nur, du bist gut. Und dann bin ich dir hinterhergelaufen und dann war ich trotzdem schlechter als du. Nimm den Hai. Okay. So, ich nehme den Hai für 15 Minuten. Also Timer. Ja, ich muss ihn auch erstmal aufsetzen. So, erstmal meine Haare richten, damit es nicht allzu beknackt aussieht. Sieht es sowieso, aber da haben wir ihn. Also 15 Minuten laufen ab jetzt. Sehr schön. Okay, also auf jeden Fall wollte ich sagen, wir kaufen Derek mal ganz kurz zumindest die Grundmöbel oder zumindest ein Bett. Man kann ja sagen, dass er gerade erst eingezogen ist, deswegen hat er halt noch nicht viel. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Aber ich will ihm zumindest mal ein Bett holen. Irgendwie sowas hier. Da neben das Mauseloch. So, oder? Hat er zumindest irgendwo, der auch passt wohl farblich, ne? Jau! So, warte, wir gucken mal. Ich guck mal nur, was in diesem. Ich filter einfach mal nur nach diesem Pack. Dann können wir da ein bisschen was von platzieren und sonst nix. Wo ist denn das Pack? Ah, Industrieluft. Luft. Loft, meine ich. So. Guck mal, platzieren. Sind das die richtigen? Ein anderes Holz, oder? Nee, scheint richtig zu sein. Na gut. Okay, was haben wir noch in diesem Set? Ich habe noch nie mit diesem Set gebaut, also es ist ein bisschen Premiere auch. Hier ist auf jeden Fall, doch, da ist eine Tür. Esszimmer braucht er noch. Dann bekommt er hier mal eben so schnell so einen Tisch. Hier. Okay, das ist so ein Tisch. Dann bekommt er die passenden Stühle dazu. So, schick. Und was braucht er noch? Hier ein Sofa kriegt er noch. Er hat ja gar kein richtiges. Ach, das. Jetzt habe ich das Schlafzimmer hier ins. Das ist natürlich auch toll. Nee, da soll natürlich nicht das Schlafzimmer hin dann. Dann kommt das Schlafzimmer hier hin. So. Dann kommt da das Sofa noch hin. Hier. Schick. Da kommt ein Sofa hin. Dann kommt hier noch ein Sessel hin. Hier auch noch ein Sessel. Couchtisch noch. Ist jetzt halt alles sehr einfarbig. Er soll einfach nur so ein paar Möbel haben, dass er halt irgendwie überhaupt was hat. Das finde ich schon wichtig. So, Flancy noch. Da hat er auch noch. Teppich haben wir hier doch auch einen schönen, oder? Ja, da ist er. So war's hier. Guckt mal. Wird schön. Wird schön.
hier noch so ein Dingsbums, Kommoden-Dingsbums und theoretisch einen Fernsehen drauf kann, aber hat er noch nicht oder so. Hier noch ein Pflanzenkübel. Kann hier in den Flur. Passt das? Ja, passt sogar. Nee, passt nicht. Dann kommt das hier hin. Dahin. Pflanzenkübel. War schon wieder viel mehr, als ich wollte, aber jetzt muss ich das mal hier auskosten, so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe noch nie damit gebaut. Bauen wir mal nur mit diesem Set. So. Lampe. Können wir hier eigentlich auch noch drüber haben. Hier auch nochmal das gleiche. So. Und die Lampe hier, die verstecken wir hier drin. So. Und dann vielleicht nochmal hier so ein Bild, so ein Loftbild für die Wand. Obwohl, das ist so Kaffee, das kann hier hin. Schön. Dann das hier kann ein Schlafzimmer, was auch immer das heißen mag. So. Und das wär's auch, oder? Vielleicht kriegt er noch einen Fernseher. Komm, er kriegt noch einen Fernseher. Er kriegt noch einen Fernseher. So. Okay, das reicht auch. Reicht. Ist schön geworden. Es sind nicht viele Möbel, aber es ist auf jeden Fall schön. Hoffe, wir können bald mit dem Bau der Tierklinik anfangen. Ja, wir müssen, wie gesagt, heute auf jeden Fall erstmal, vielleicht, wenn wir schaffen, heute erstmal mit Chrissys Haus anfangen. Das müssen wir auch noch machen. Aber stimmt, die Tierklinik müssen wir auch bald bauen. Das müssen wir auch bald bauen. Und Amabella, vielen, vielen Dank für dein Lurky. Ganz lieben Dank für dein Lurky-Support. So, wenn Derek Chrissy sieht, oh, schwanger, wer ist der Glückliche? Ja, ich weiß auch noch nicht. Also okay, wir setzen uns mal mit Derek hier auf sein Sofa. Wir gehen mal rein, er zeigt uns erstmal seine Wohnung, zeigt, wie er hier so lebt. So, schau mal, da ist das Bad, da ist hier so ein Flur, da ist mein Schlafzimmer, aber wir gehen einfach mal ins Wohnzimmer. Weil er weiß ja auch nicht mehr, dass wir romantisch miteinander waren. Chrissy, wo? Ah, ich frag mich immer. Ich frag einfach gar nichts. Ich frag einfach gar nichts. Alles cool. Alles cool. So, auf jeden Fall hat er uns jetzt seine Wohnung gezeigt. Wir zeigen ihm mal Dankbarkeit und sagen danke, dass du mir deine Wohnung gezeigt hast. Kreativ, so wie wir sind. Was hat sie da? Bereits verliebt. Oh, sie ist wirklich glücklich. Bereits verliebt wegen Ultraschall. Chrissy kann manchmal spüren, wie das Baby im Bauch herumstrampelt, aber es ist eine andere Sache, es endlich auf einem Bildschirm zu sehen. Chrissy ist beim Anblick des eigenen Babys voller Freude und verspürt ein Gefühl der Verwunderung und Ehrfurcht vor dem Wunder des Lebens. Sie kann es kaum erwarten, das eigene Kind zu treffen. Oh, Bild. Ja, sie freut sich halt irgendwie, aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist kacke. Der Zeitpunkt ist kacke. Wenn man schwanger ist, kann man offenbar durch Möbel laufen. Wusstet ihr das? Ja, also das sind Schwangerschafts-Superkräfte. Genauso wie die Direktorin-Superkraft. Oder wie war das vor ein paar Streams? Direktoren können das nämlich auch. Schwangere und Direktoren. Vielleicht war die Direktorin auch schwanger. Weiß. So, macht es Sinn, das Haus und die Klinik einzeln zu bauen? Es war doch mal im Gespräch, die Klinik mit einer Einliegerwohnung zu bauen. Ja, also ich glaube, ich hätte doch gerne eine extra Klinik. Weil das funktioniert zwar mit einer Mod, aber die Challenge ist ja auch dazu da, dass man halt wirklich das Gameplay, was das Spiel bietet, so ein bisschen erforscht. Deswegen würde ich sagen, dass wir schon erstmal beides einzeln machen. Wir können ja vielleicht, wenn die Klinik dann super läuft, dann können wir ja immer noch überlegen, ob wir da immer noch also vielleicht doch noch anbauen und das doch noch mit der Mod testen. Aber erstmal machen wir es so. Die Skills braucht man für den schnellsten Weg zum Klo. So nämlich. So sieht's aus. So, wir werden jetzt nicht rumschmusen, auch wenn man, also, ne, theoretisch, aber wir werden jetzt erstmal sagen, wo ist das denn? Große Neuigkeit erzählen oder wie machen wir das? Okay, wir reden von, wollen wir, ja. Wir erzählen von der kryptischen Schwangerschaft. Wir erzählen Derek jetzt, es ist so, vielleicht hat er es ja schon gemerkt, aber ihr Bauch ist gewachsen. Und das ist nicht einfach so, weil sie zu viel gegessen hat, sondern sie ist eventuell schwanger. Und Derek sagt, okay, er hat geantwortet, das muss ein ziemlicher Schock sein. Hoffentlich hast du noch genug Zeit, dich auf die Sache einzustellen. Also er ahnt gar nicht, dass er der Vater ist, hat er gar keinen Plan von. Er sagt einfach so, oh, okay, crazy. Crazy, vielleicht fragt er einfach gar nicht mehr nach. Und dann... Was machen wir? Können wir dann machen?
Was können wir dann machen? Techtelmechtel leben. Wo ist das denn überhaupt? Wo ist das überhaupt? Vaterschaftstest? Oh. Wegen dem gemeinsamen Kind bitten zu heiraten. Ja, wir können es auch überstürzen, Leute. Ja, nee, aber ihr habt ja dafür abgestimmt, dass ihr wolltet. Warte, ich werde es mal hier so, damit ihr es auch seht. Sonst ist der Chat davor. Wo war es denn jetzt da? Ihr wolltet ja, dass wir Derek sagen, deswegen werden wir es jetzt auch machen. Sagt Derek, dass sie, ich glaube, das wurde falsch übersetzt, dass er das Kind von Chrissy gezeugt hat. Wahrheit. Also wir werden Derek jetzt die Sa Wahrheit sagen. Wir werden ihm sagen, du, also vielleicht ist das Kind nicht einfach so irgendwie entstanden. Erinnerst du dich an die Nacht im Nachtclub damals vor 6 Monaten? Dann sagt er irgendwie so, ja, keine Ahnung, wir haben gefeiert, wir haben getrunken, wir haben, naja, also so ganz erinnere ich mich nicht mehr danach. Ja, wir haben getrunken. Wieso? Was soll da gewesen sein? Und dann erzählt Chrissy, naja, sie hat sich auch erst nicht erinnert, aber eventuell sind dann Dinge passiert und eventuell erinnert sie sich dann doch wieder dran, also nachdem sie gemerkt hat, dass sie schwanger ist, hat sie sich wieder dran erinnert, dass da mit Derek Dinge passiert sind. Und das wird sie ihm jetzt Hey, sagen. Derek, es könnte sein, dass du der Shaylee. Vater bist. Oh, Höchstwahrscheinlich. Es muss so sein, denn Twarva? Oh, that's so fras. Bah. oh, das gefällt ihm gar nicht. Oh, Das gefällt ihm gar nicht. Wäre auch interessant gewesen, hätte er es gut gefunden. Aber das gefällt ihm gar nicht. Er macht jetzt einfach den Fernseher an. Und was schaut er? Eine Ruine. Ja, sein Leben ist gerade zur Ruine geworden, Leute. Sein Leben ist ein Reinfall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, er freut sich gar nicht. Okay, was sagt Chrissy dazu? Das müssen wir natürlich jetzt erstmal alles hier verdauen. Nachrichten schlecht aufgenommen. Der Liebhaber von Chrissy reagierte schlecht, als ihm gesagt wurde, dass du das andere Elternteil für das neueste Kind von Chrissy bist. Oh mein Gott. Offene Dusche, das ist mir doch wurscht. Sie hat sich verknallt? Was? Ach so, sie ist noch verknallt. Ja gut, von damals. Also ein bisschen verknallt ist sie halt auch noch in Derek. Deswegen hatte sie vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, weil sie sich ja auf die Schwangerschaft freut und im Moment nicht so richtig weiß, was mit Celina los ist. Sie hat ja auch noch den Wunsch, mit Celina Schluss zu machen. Und ich fürchte, das wird heute auch noch passieren, wenn sie Celina halt davon erzählt. Aber sie hatte halt ein bisschen die Hoffnung, dass Derek es gut aufnimmt, dass er sagt, okay, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, er konnte sich nicht dran erinnern, aber hey, wir können damit leben und hey, wir können das Kind gemeinsam großziehen oder so, aber ja, fand er nicht so toll. Er hat ein gebrochenes Herz. Er hat das Gefühl, dass sein Leben jetzt eine Ruine ist. Oh mein Gott. Ja gut. Vielleicht können wir noch was machen. Können wir noch was machen? Was können wir noch machen? Nix. Ach Mann. Oh Mann, ja, okay. Wir haben es ihm jetzt gesagt. Vielleicht können wir ja noch mal über Interessen reden und ihn fragen, ob er, also ob es super schlimm für ihn ist oder ob er sich vorstellen könnte, vielleicht irgendwie damit klar. Also wir werden ihn mal bitten, das Baby zu fühlen. Ob er nicht mal fühlen will. Ob er sich vielleicht mit dem Kind anfreunden will, aber ja. Ich weiß nicht so richtig, ob er das will. Ich meine, das wird er jetzt machen, weil die halt eine gute Freundschaftsleiste haben, aber sagt er vielleicht, ja, ich kann ja mal fühlen, aber also das ändert nichts an meiner Meinung. Ich bin absolut nicht bereit für ein Kind. Wieso hast du einen Hut auf? Ja, weil das bei Twitch eingelöst wurde mit Kanalpunkten. Deswegen habe ich einen lustigen Hut auf. Oh mein Gott. Können wir noch irgendwas machen? Wir können nur heiraten, aber das will ich nicht. Naja, wir können nichts machen, Mann. Ja. Was sagen wir? Genau, stimmt, Wassermarsch. Ich habe schon wieder fast verdrängt. Johanna hat auf jeden Fall Wassermarsch eingelöst. Und ganz, ganz lieben Dank noch. Hi Leute und ach so, Simshadow hatte ich schon vorgelesen. Aber ganz, ganz lieben Dank für dein Follow. Und wie gesagt, Wassermarsch heißt also, wir werden einmal ganz, ganz fix einen Schluck trinken. Denn Trinken ist wichtig. Gerade bei so einem Stream, wo man da nicht dran denkt. Von alleine. So. Also, ja.
Und erstmal hallo, mega schön, dass du da bist. Freut mich sehr. So, ich werde die beiden mal reden lassen. Und wir schauen mal, was sie tun. Denn ich glaube, Chrissy versucht Derek jetzt gerade so ein bisschen davon zu überzeugen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist und dass sie sich damit anfreunden könnten mit dem Gedanken, dass sie ja es gemeinsam großziehen können. Aber wir sehen schon, Derek braucht erstmal einen Moment und geht baden. Also, da ist Entspannung jetzt aber bitter nötig. Nach dieser Nachricht wird erstmal richtig entspannt. Also, ja, das braucht jetzt erstmal ein ordentliches Bad. Anders geht's nicht. Die Nachrichten, die müssen jetzt erstmal verdaut werden. Ja, ich fürchte, das war eindeutig. Also Derek hat die Tür hinter sich zugeschlagen, zugeschlossen und Chrissy hört nur den Wasserhahn. Oh Gott, das könnte man auch ganz falsch aufnehmen. Aber nein! Er badet. Er badet. Er badet. Aber ich fürchte, das bedeutet. Nee, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wo ist sie gerade? Wo ist sie gerade? Wo wohnt Derek? Hier? Nee, da wohnt nur Thor. Was? Warum heißt er Thor? Oh, naja. Wo wohnt Derek denn? Also, hier wohnt Selina, aber wo sind wir gerade? In welchem Viertel? Stop, ich will nicht reisen. Wir wissen, in welchem Viertel wir sind. Ah, hier, okay. Okay, wir sind hier. Okay. Also nicht ganz in der Nachbarschaft. Wir sind halt gerade hier. Und Selina wohnt hier. Aber es könnte ja trotzdem sein, dass Chrissy jetzt hier aus dem Haus rausgeht, weil hier ist ja auch gerade ein Flohmarkt. Also ist ja einfach großartig. Hier ist auch noch was los. Sie wird jetzt auf jeden Fall rausgehen, sich vielleicht nochmal ein bisschen auf dem Flohmarkt umsehen. Vielleicht findet sie ja sogar noch was für ihr neues Haus. Aber die Sachen sind auch alle eigentlich ganz schön hässlich. Also vielleicht findet sie auch einfach nichts. Aber hat sie Hunger? Hat sie Hunger? Nee, nicht wirklich. Na, okay. Fehlanzeige. Ja, dann halt nicht. Aber vielleicht könnte es ja sein, sie wird sich hier trotzdem mal hinsetzen, um einfach nachzudenken. Ja, und ich wollte gerade sagen, vielleicht taucht Selina ja auf, aber immerhin Selinas Mutter ist schon mal aufgetaucht. Also Selinas Mutter spielt hier ein bisschen Basketball. 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 Aber Selina wird sich hier mal hinsetzen. Sie wird sich hier mal hinsetzen und grübeln, was sie jetzt machen soll. Sie hat Derek jetzt erzählt, dass er der Vater ist. Derek war gar nicht zufrieden damit. Er will nichts mit dem Kind zu tun haben. Er will nichts von der Schwangerschaft wissen. Ja. Und jetzt überlegt sie halt, was willst du machen? Dribbeln? Du bist schwanger. Ja, dann dribbel halt. Mir doch wurscht. Dribbel halt ein bisschen. Vielleicht hilft dir das beim Entspannen. Und der Timer ist zu Ende. Ich darf meinen Hut abnehmen. Juhu. So. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wie gesagt, dass Selina gleich vielleicht auftaucht. Und dann wird Chrissy erstmal erfahren, dass Selina hier auch wohnt. Und irgendwie muss es doch ans Licht kommen. Habt ihr eine Idee, wie vielleicht ans Licht kommen könnte, dass Selina und Derek auch eine Affäre hatten? Wie könnte Chrissy davon erfahren? Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum Derek nichts mit dem Kind zu tun haben will. Weil er vielleicht wirklich in Selina verknallt ist. Vielleicht lieben die sich wirklich. Wer weiß. Ihr eine Idee? Wie könnte Chrissy davon erfahren? Wie könnte sie davon erfahren? Also wie gesagt, ich hoffe einfach mal irgendwie, dass Selina hier noch auftaucht. Oder Selina geht einfach noch in eine andere Nachbarschaft, weil sie ist hier das erste Mal jetzt in einer großen Stadt und könnte dann ja einfach noch eine Nachbarschaft weiterziehen und gucken, was da so abgeht. Und dann trifft sie Selina da durch Zufall vor ihrer Haustür. Ganz zufällig. Ja, Kettle. Also, ich wusste es auch nicht, aber mir hat jemand unter den, also vielleicht für diejenigen, die neu dazugekommen sind und gerade gar nicht wissen, worüber ich überhaupt rede. Ich habe, also unter den letzten Streamen hat mir jemand geschrieben, dass die Person, ich weiß gerade leider nicht mehr, wer das war, aber die Person kann gerne schreiben, falls ihr es wisst. Und vielen, vielen Dank, Zoe, für dein Follow auf Twitch. Jedenfalls wurde mir da geschrieben, dass Selina und Derek scheinbar auch eine Liebesleiste hatten. Ich habe beim letzten Mal ja Derek kurz gesteuert oder auch ein bisschen länger, weil das mit dem Techtelmechtel ja nicht so ganz funktioniert hat. Deswegen habe ich ihn ja hier über die Mod gesteuert.
Und da hat die Person wohl kurz gesehen, dass Derek und Selina eine Liebesleiste hatten. Und das haben wir heute nachgeguckt. Und es war tatsächlich so. Und nicht mal wenig. Also es war nicht so ein kleiner Balken, sondern beides, also Freundschaft und Liebe bis zur Hälfte. Also, ja. Oder sollen wir einfach zu Selina gehen? Auch eine Idee. Auch eine Idee. Arabella schreibt auch gerade, dass Selinas Mutter erkennt Chrissy und sagt das dann an Selina weiter, ja, dass sie schwanger ist. Ja, könnte man, sieht man halt schon, ne? Sieht man halt schon. Oder ich habe gerade auch irgendwo noch was gelesen. Oh, Shantu auch wild. Shantu auch wild. Sorry, Chrissy, aber ich erinnere mich an nichts. Bist du sicher, dass ich der Vater bin? Ich habe doch schon was mit Selina. Oh, auch wild. Ja gut, aber die Konversation hatten wir jetzt ja schon. Das ist ja ein bisschen wild. Aber irgendjemand hat gerade was geschrieben. Ich suche es gerade im Chat. Ich suche es gerade im Chat. Keine Ahnung, ich finde es gerade nicht, aber sonst kann die Person das ja gerne nochmal schreiben, die es gerade geschrieben hat. Auf jeden Fall hat die Person gerade geschrieben, dass Chris jetzt zu Selina geht. Wir können. Ah, warte mal. Wir müssen es ihr jetzt ja irgendwie sagen. Obwohl, nee, das macht wieder keinen Sinn. Auf jeden Fall, die Person hat gerade geschrieben, dass Chris jetzt zu Selina geht und Selina da halt dann mit Derek sitzt und die irgendwie rumknutschen oder sowas. Macht aber vielleicht jetzt gerade auch nicht so viel Sinn, weil Derek ja jetzt gerade noch sein Bad nimmt und sowas. Und wie schnell soll er darüber huschen? Also vielleicht nicht jetzt, aber in Zukunft. Ah, Saria, du warst das. Okay, perfekt. Können wir aber ja für die Zukunft anpeilen. Aber jetzt können wir ja erstmal vielleicht Selina fragen, einfach auch, ob wir rüberkommen dürfen. So wie wir es bei Derek auch gemacht haben. Weil Chrissy weiß, sie muss es ihr irgendwie sagen. Und sie hat ja sowieso den Wunsch, Schluss zu machen. Also wird sie es vielleicht, wird sie jetzt einfach vielleicht zu Selina gehen, oder? Was sagt ihr? Wollen wir doch mal eine Umfrage machen? Wollen wir noch mal eine Umfrage machen? Auch eine Idee, dass Selina einfach gerade zu Derek geht. Aber das ist auch ein bisschen zu inszeniert. Ich hätte das gerne, dass sie es einfach von alleine machen, aber das passiert natürlich leider jetzt nicht. Passiert natürlich leider jetzt nicht. Ah, Chrissy, geh du erstmal auf Klo. Du musst, ich sehe das doch. Ich sehe das doch. Hier, komm, geh aufs Klo, benutze die Toilette. Booster haben wir keine, schade eigentlich. Vielleicht können sie wieder feiern und sie die beiden dann rumschmusen. Theoretisch eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass Chrissy jetzt schwanger feiern gehen würde. Ich glaube, das macht man nicht. Also kann ich mir eher nicht vorstellen. Aber theoretisch natürlich eine gute Idee. Dann kann Derek vielleicht von einem Hai gefressen werden, der soll weg. Ja, ist halt schon gemein. Ich mochte ihn echt gerne. Oh, aber ja, jetzt mag ich ihn nicht mehr so gerne. Ist halt schon ein bisschen sehr gemein. Oder? Tut mir leid, dass ich gerade so viel pausiere und überlege, aber ich muss halt irgendwie, also. Ich weiß nicht, wie wir die, was wir jetzt tun sollen. Vielleicht hat Derek jetzt auch gehört, dass Chrissy rausgegangen ist, weil er hat ja offensichtlich die Tür vor ihrer Nase zugeschlagen. Und vielleicht. Okay, kurze Sendepause, Leute. Wir müssen kurz die liebe Rora empfangen. Hallöchen und ihre liebe Community. Hallo Rorania. Schön, dass du da bist. Ganz, ganz lieben Dank für deinen Raid. Ganz lieben Dank, dass du mir deine Community anvertraust. Ach, schön, wie geht's euch? Wie geht's euch? Was habt ihr Schönes gemacht? Hallo Raider. Hallöchen. Ja, also erstmal an die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin Simbo. Bei mir gibt es ganz viel Sims, wie der Name auch schon vermuten lässt. Oder eigentlich ausschließlich Sims. Wir spielen selten mal was anderes. Also, ja, und jetzt gerade spielen wir die Weltenbummler-Challenge. Vielleicht mag noch mal jemand Ausrufezeichen Weltenbummler in den Chat schreiben. Da seht ihr dann die Regeln für diejenigen, die die Challenge vielleicht noch nicht kennen. Und ja, also das machen wir gerade. Und es ist gerade alles sehr wild. Wir haben gerade sehr, sehr wilde Dinge, die abgehen. Also, unsere Hauptperson ist schwanger. Aber nicht von ihrer Freundin, weil das funktioniert offensichtlich nicht, sondern von der Affäre. Und dann haben wir erkannt, oh mein Gott! Und dann haben wir auf jeden Fall erkannt, dass die Affäre auch noch eine Affäre mit unserer Freundin hat. Aber Svenja, vielen, vielen Dank für dein Raid. Ganz, ganz lieben Dank. Auch an dich. Können wir noch einen Shoutout rausholen? Wahrscheinlich haben wir jetzt schon wieder.
Oh, man kann ja immer nicht zwei Shoutouts gleichzeitig raus. Und du kriegst gleich einen Shoutout, ich verspreche es dir. Sobald es wieder geht, werden meine Mozis einen Shoutout an dich raushauen. Aber ganz, ganz lieben Dank für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Ja, was habt ihr Schönes gemacht? Ein Doppelraid. Ja, wie cool. Dankeschön. Ganz lieben Dank, dass auch du mir deine Community anvertraust. Vielen Dank. So, also jetzt nochmal an die Raider. Jetzt erzähle ich es nochmal. Ich bin Simbo, also für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich, ja, wie gesagt, bei mir gibt es ganz, ganz viel Sims. Und jetzt gerade spielen wir die Weltenbummler-Challenge. Schön, dass ihr da seid. Freut mich wirklich sehr. Ganz, ganz lieben Dank. So, jetzt habe ich gar nicht gelesen gerade. Es waren eigentlich noch viel mehr, aber bei mir ist zweimal der Stream ohne Grund abgeschmiert. Oh no. Ja, das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Aber bei mir gibt es auch heute irgendwie ein paar Internetprobleme. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass ein paar Leute irgendwie den Stream so ein bisschen verzögert sehen. Das ist irgendwie ein bisschen alles sehr ungünstig. Hassen wir. Hassen wir sehr. Aber ja, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber so, ich muss erst mal vorlesen, wer hier gekommen ist. Also, hallo Mira und hallo Mondkind und hallo Debbie und hallo Lea, hallo Holzi. Und so, wer ist denn noch gekommen? Oh Mann, schon wieder viel zu viel Chat hier. Oh, das ist so ungewohnt. Wenn auf einmal so viel passiert, weiß ich immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber hallo Michelle, schön, dass du da bist. Sarilein und Ninchen und Tantchen und. Dann noch, so, ich, Kirsche, so, ich hab's doch gerade gesehen, habe ich noch einen Namen gelesen. Hallo Kirsche, schön, dass du da bist. Und Janina, auch schön, dass du da bist. So, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden überlesen. Falls doch, dann sagt mir das gerne. Dann, will ich das natürlich nachholen. Holzi schreibt auf jeden Fall Tschüss und geh wieder. Euch noch viel Spaß, ich spiele jetzt Terraria weiter. Ja, dir ganz viel Spaß und ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und Janina schreibt auch, bei uns gab es Sims. Svenja musste schon weg vom PC. Ihr Mann wartet, wir sollen sie entschuldigen. Alles gut, gar kein Problem. Ist völlig in Ordnung. Sie kriegt trotzdem natürlich später noch einen Shoutout. Also sobald es wieder geht, liebe Mozzis, bitte einmal machen. Weil, ja. Also an alle Leute aus meiner Community, schaut auch gerne mal bei Svenja und natürlich auch bei Rorania vorbei. Genau. Sind beides ganz, ganz liebe Leute. Und bei Rorania gibt es übrigens auch ein Video, was wir quasi zusammen gemacht haben. Also die Rorania hat mich ja interviewt. Und deswegen müsst ihr unbedingt alle mal auf Roranias YouTube-Kanal gehen. Am besten nach dem Stream. Jetzt schauen wir erstmal weiter. Aber nach dem Stream geht ihr alle auf Roranias YouTube-Kanal. Denn dort hat sie ein Video hochgeladen, wo sie mich interviewt hat. Und ja, es war sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und allgemein müsst ihr natürlich alle anderen Videos gucken, ist ja ganz klar. Aber ja, so viel dazu. Und Holzi war live dabei, also beim Interview. Ja, es ist umso besser, noch besser. Sehr, sehr cool. Ja, es war wirklich wundervoll. Es war wirklich, wirklich schön. Sehr schön. Hab auch jetzt noch Besuch, also viel Freude euch. Ja, danke. Wie gesagt, nochmal ganz, ganz lieben Dank für dein Raid, dass du mir deine Community anvertraust. Und ja, dir viel Spaß mit deinem Besuch. Und wir machen dann mal weiter hier mit unserer Weltenbummler-Challenge. Ich erkläre nochmal ganz kurz, was hier passiert ist. Also an die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Eine ganz, ganz schnelle Kurzfassung. Ihr seht es hier schon an Chrissys Gang. Sie ist schwanger. Das Problem ist allerdings, Chrissy hat eine Freundin. Das ist die Selina. Mit der fühlt sie sich schon ein bisschen länger nicht mehr ganz so wohl. Sie hat hier nämlich auch den Wunsch seit längerem. Ihr seht es gerade nicht ganz so gut wegen dem Chat, aber ein bisschen kann man vielleicht durchluschern. Auf jeden Fall hat Chrissy schon etwas länger den Wunsch, mit Selina Schluss zu machen. Das hat sich jetzt allerdings ein bisschen verzögert, weil sie im Nachtclub eine Affäre hatte mit Derek. Also Derek ist eine Affäre. Wir haben also die Romantikleiste allerdings wieder weggecheatet, weil wir gesagt haben, die beiden hatten einen Filmriss und die wissen einfach gar nichts mehr davon. Ja, und dann ist Chrissy halt schwanger geworden von der Affäre. Das war auch nicht geplant. Das war einfach wild. Aber das ist jetzt nur mal passiert. Aber dann haben wir noch herausgefunden, dass nicht nur Chrissy eine Affäre hatte mit Derek, sondern auch Selina hat eine Affäre mit Derek. Also wir haben gesehen, dass die beiden auch eine Liebesleiste haben. Also es ist alles einfach gerade super wild. Super, super wild. Und jetzt gerade versuchen wir also irgendwie zu grübeln, wie Chrissy jetzt herausfinden könnte, dass auch Selina und Derek eine Affäre haben. Also da sind wir noch nicht so ganz weiter. Jetzt gerade muss Chrissy erstmal auf Klo, da will ich sie auch nicht dran hindern. Aber wir sind ja, wie gesagt, gerade einfach noch am Grübeln und wissen es nicht so richtig, weil es gerade einfach so eine wilde Situation ist. So.
Und hallo Ariway, schön, dass du da bist. So. Oh mein Gott, so. Genau, jetzt kommt das Drama. Jetzt kommt's wirklich. Jetzt kommt's wirklich. Oh mein Gott. So, also, habt ihr eine Idee? Also, wie gesagt, ich habe gerade gedacht, vielleicht hat Derek Selina jetzt angerufen, weil deren Affäre scheint ja wirklich offiziell zu sein. Also nicht offiziell, aber die Liebesleiste von denen ist ja wirklich fortgeschritten. Die wissen ja beide voneinander, dass sie eine Affäre haben. Anders als Chrissy und Derek. Die wissen es nicht mehr. Da war es ein Filmriss. Selina und Derek wissen aber davon. Also, die haben eine offene Affäre. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht. Aber würde, nein, Derek würde ja nicht bei Selina anrufen und sagen, dass er Vater wird von Chrissy. Ist ja auch für ihn eine blöde Situation jetzt. Ist ja auch für ihn blöd. Also Leute, schreibt mal, wie machen wir das? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh. Vielleicht könnte sie spazieren gehen und dann sieht sie die beiden Händchen halten. Ja, in der Theorie schon, aber wie gesagt, jetzt gerade ist Derek ja noch zu Hause. Wo sind wir denn überhaupt? Wo ist sein Haus? Da. Hier irgendwo ist er ja. Er ist bestimmt, nee, baden ist er nicht mehr. Er sitzt vorm Fernseher. Also er ist ja noch zu Hause. Also dass er sie, vielleicht muss Chrissy es auch gar nicht heute erfahren, dass die beiden auch eine Affäre haben. Ja, aber schon cool. Brille? Oh. Ja, ich habe gerade schon wieder gehört, dass was eingelöst wurde, aber nicht reagiert. Das ist natürlich auch smart. Aber Ketchel, du hast lustige Brille eingelöst. Dann wollen wir das natürlich machen. Ist ja ganz klar. Oh. Sehr wild. Also, ich hole hier nochmal meine smarte Kiste raus. Und meine Brillen. Okay, ich habe eine Brille. Auch ein bisschen zum Thema passt. Und zwar, wartet mal, ich muss mal ganz kurz hier klarkommen. Und zwar haben wir jetzt das Thema Filmriss. Passend zu unserer Situation gibt es jetzt den Filmriss. Also, wir starten den Timer wieder. 15 Minuten darf ich diese Brille tragen. Wollen wir noch einen Hut dazu? Shampoo? Shampoo? Oh. Auf jeden Fall ist das jetzt die Brille Filmriss. Passend zum Thema. Chrissy hat einen Termin beim Frauenarzt wegen der Schwangerschaft und warum auch immer hat Selina auch einen Termin, in Klammern vielleicht routinemäßig. Da sieht man sie dann, dass Chrissy offensichtlich schwanger ist. Stimmt, könnte man auch so machen. Ja, wäre auch eine Idee. Was ist jetzt mit euch beiden? Okay, die lernen sich einfach nur kennen. Okay. Ja. Wir waren ja halt gerade beim Frauenarzt, ist das Blöde. Wir waren gerade da. Wir bleiben aber noch mal ein bisschen hier. Chrissy genießt die Zeit hier und wir schauen. Das ist noch eine andere mit roten Haaren, aber wir schauen das. Also vielleicht kommt Selina ja wirklich gleich vorbei. Noch jemand mit roten Haaren? Ah. Ich weiß es noch nicht so genau, wie wir es machen. Gut, echt jetzt auch noch eingelöst? Och, Shantu! Habe ich gar nicht gemerkt. Also, Shantu, welchen Hut willst du? Ihr seht nichts. Ich bin ja dumm. Hier, komm. Hier seht ihr was. Ich war schon wieder Dummi. Hier, also. Ah, falsches Bild. Ja. Das war die falsche Szene. So, jetzt müsstet ihr was sehen. Baby Shark. Okay. Ach so, nee, das war Kettle. Shantu, Sim, du ignorierst mich. Nein, ich ignoriere dich nicht. Das ist Quatsch. Also, Shantu, welchen Hut soll ich tragen? Welchen Hut soll ich Ah, tragen? so, so. So, währenddessen, oh, Chrissy isst ein bisschen was. Und sie redet gerade mit Celinas Mutter. Okay, ich muss pausieren. Wir müssen jetzt erstmal den Hut aufsetzen. Shantu, welchen Hut soll ich aufsetzen? Baby Shark, okay. Okay, so. Also, warte, ich kann halt keine zwei Timer gleichzeitig machen. Ich muss jetzt mal gucken, wie lange der andere noch geht. 13 Minuten, okay. Heißt also, wenn der Timer abläuft, dann muss ich 2 Minuten noch länger den Hut tragen. Jetzt sehe ich auf jeden Fall ganz wild aus. Das Ganze ist ja schon wieder schief. So. Ah, da fallen mir doch glatt die Kopfhörer raus. So. So. Haben wir. Okay. Warte, ich zeige noch einmal sch schnell, wie ich aussehe. Hübsch. Würde ich sagen. Hübsch, hübsch. Wunderschön, Simbo. Ja, finde ich auch. Okay, aber ihr habt's gesehen. Sie redet gerade mit Chrissys Mutter. Also ich fürchte, wir machen es doch so. Irgendjemand hat es ja gerade auch schon wieder geschrieben, dass Chrissys Mutter, die ist ja sowieso nicht so überzeugt von der Beziehung zwischen Chrissy und Selina, weil wir ja,
ja, uns überlegt haben, sie war ja bis jetzt immer angespannt, wenn die beiden in der Nähe sind. Also wir haben gedacht, vielleicht ist Chrissys Mutter, Celinas Mutter, wirklich homophob. Aber die beiden reden ja gerade miteinander. Und es ist ja offensichtlich, dass Celina, das, oh mein Gott, ich komme ganz durcheinander mit den Namen. Es ist ja offensichtlich, dass Chrissy schwanger ist. Um Hochzeitssegen bitten. Ich wusste nicht, dass es geht, aber das wollen wir nicht, weil Chrissy will ja Schluss machen. Ja, große Neuigkeit erzählen werden wir halt nicht. Sie wird es halt sehen. Sie wird es halt sehen. Und vielleicht wird Valeria, also die Mutter von Selina, Chrissy so ein bisschen anpumpen. Wir werden mal gemein zu ihr sein, aber eigentlich ist sie gemein zu uns. Sie wird uns beleidigen. Also wir werden sie jetzt beleidigen, aber eigentlich beleidigt sie uns. Irgendwas, was könnte sie sagen? Irgendwas, das, was das für ein Bauch ist. Wo kommt der Bauch her? Irgendwie, sie ist, sie, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt so richtig toxisch unterwegs ist. So nach dem Motto, so. Also, ich dachte, du bist mit meiner Tochter zusammen, aber der Bauch, also, das sieht ja ein bisschen anders aus. Ich glaube nicht, dass du einfach zu viel gegessen hast, oder? Also, wie sieht das aus? Was? Ach so, okay, ich dachte gerade kurz, Chrissy hat was gewonnen. Nein. Aber ja, sie wird Chrissy wahrscheinlich richtig toxisch auf diesen Bauch ansprechen. Hallo, könnt ihr mal bleiben, bitte? Wir müssen streiten. Wir müssen kurz streiten. Auf jeden Fall wird Valeria dann sagen, ich dachte, du bist mit meiner Tochter zusammen und ihr seid doch so glücklich. Also, wie kann das sein, dass du schwanger bist? Und dann sagt Chrissy irgendwie sowas wie, nein, ich bin nicht schwanger, wie kommst du darauf? Und dann wird sie sagen, also, es ist doch offensichtlich, Chrissy. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass du schwanger bist. Ja, und dann wird Chrissy, auch Mann, könnt ihr mal hier, ich muss nochmal pausieren. Und Abby ruft auch noch an. Okay, das mit Abby hat sich gerade auch erledigt. Das hat sich auch erledigt, gerade mit Abby. Also irgendwie will die Liebe nicht so ganz hier. Abby hat geschrieben: Hallo Chrissy, ich glaube, ich habe mich in Wolfgang Wilder verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Ich glaube, Chrissy ist es gerade ziemlich egal, was passiert mit irgendwem, weil sie einfach gerade die größten Probleme hat. Deswegen wird sie Abby einfach ganz schnell irgendwie auf so eine automatische SMS drücken und ein. Und sagen, ist mir egal oder ist mir doch egal. Weil Chrissy ist gerade super sauer auf Valeria, also auf die Mutter von Celina, dass sie einfach sagt, ach, ist mir doch egal, was du machst. Deswegen sagen wir einfach, ist mir egal. Ist mir egal, so. Okay, auf jeden Fall wollte ich sagen, Chrissy wird die Mutter von Celina jetzt nochmal anschreien. Wir werden uns streiten über, ja, eigentlich nicht über Karriere, sondern eigentlich über die Schwangerschaft. Wir werden uns über die Schwangerschaft streiten und wir werden sagen, nein, ich bin nicht schwanger. Und dann wird sie sagen, ach, ich sehe das doch. Ich meine, du warst schon immer ein bisschen völliger Mädchen, aber also, das ist eindeutig ein schwangerer Bauch. Ich weiß doch, wie ich aussah, als ich schwanger war. Leute, das sind ganz toxische Worte und das sagt man zu niemandem. Ich hoffe, das wisst ihr, aber das sind jetzt gerade ihre toxischen Worte. Also, ich hoffe, ihr wisst, dass ich das nicht ernst meine. Hoffe, oh, ich drücke die ganze Zeit auf die falsche Person. So, auf jeden Fall werden die beiden sich jetzt richtig streiten. Über die Schwangerschaft. Und Chrissy wird die ganze Zeit wieder abstreiten, dass sie schwanger ist. Sagt, sie ist nicht schwanger. Und Valeria sagt dann, sie sieht es. Und sie wird Selina sagen, das kann doch nicht sein, dass sie erst mit einer Frau zusammen ist. Und dann geht diese Frau, Selina, auch noch fremd. Das ist ja wohl das Allerletzte. Und ja, deswegen wird es jetzt letztendlich so sein, dass die Mutter von Selina Bescheid sagt. Also, Chrissy weiß jetzt schon, okay, sie kann das nicht abstreiten. Sie, ja, es ist jetzt halt so, dass Valeria das weiß. Kann dieser Typ bitte aus der Konversation verschwinden? Dich wollen wir nicht dabei haben. Wir streiten hier, falls sie es nicht sehen. Auf jeden Fall weiß Chrissy jetzt schon mal, dass Valeria, ja, dass sie Valeria nicht vom Gegenteil überzeugen kann. Deswegen sagt Chris jetzt aber die ganze Zeit so, bitte erzähl's nicht Selina. Und sie weiß aber innerlich, sie wird's eh Selina erzählen. Ja, so ist das. Ja. Oh Mann, ey. Chris, ich bin Influencer, 24 Stunden mit Schwangerschaftsbauch, was sonst? Ja, ist so. Naja, auf jeden Fall, die müssen sich noch ein bisschen mehr streiten, weil noch ist die Freundschaft leistet hier im positiven Bereich. Das kann nicht so bleiben. Die müssen sich ein bisschen hassen. Ihr müsst euch ein bisschen mehr hassen. Verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Werden ihr verbotene Wörter um die Ohren brüllen, dann werden wir sie anbrüllen. Und sie beleidigen, weil sie Selina das Ganze sagen will.
Auch wild, Chrissy. Du willst, dass ich es vor Selina verheimliche? Dann gib mir 5000 Simoleons. Ja, die haben wir aber nicht. Die haben wir nicht so ganz. Wir sparen ja gerade. Wird Chrissy auch sagen, ich habe keine 5000 Simoleons. Wo soll ich die denn jetzt hernehmen? Tja, Pech gehabt. Dann werde ich Selina wohl sagen. Ja, und Chrissy kann halt nichts dagegen tun. Ich meine, was soll sie tun? Sie kann Valeria jetzt ja nicht einfach einsperren. Funktioniert nicht so ganz. Deswegen, ja, wir können ihr nur die große Neuigkeit erzählen. Das wollen wir aber natürlich nicht. Ja. Doch, wir haben 6000. Ja, ich weiß, aber wir wollen heute noch ein Haus bauen. Wir können jetzt nicht 5000 Euro, also Simoleons, verplempern. Also haben wir natürlich, ich weiß wohl. Aber dann starten wir wieder bei nichts. Da hat sie jetzt von 10.000. Sie hat von 10.000 Simoleons gesprochen. 10.000 Simoleons. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. So. Valeria könnte von Chrissy verlangen, mit Selina Schluss zu machen. Ansonsten erzählt sie alles. Ich meine, ist halt eh offensichtlich, ne? Ist halt eh offensichtlich. Okay, wir brauchen nochmal eine Abstimmung, Leute. Wir brauchen nochmal eine Abstimmung. Entweder, ich meine, Chrissy ist ja gerade in der Stadt und hier gibt es offensichtlich dann ja bestimmt auch ein paar Klamottenläden. Entweder kauft Chrissy sich jetzt. Ah, weiß ich nicht. Also Chrissy kauft sich jetzt einen dicken Pullover, unter dem man nicht sieht, dass sie schwanger ist. Ist einfach ein ganz weiter Pullover, sieht man nicht. Ist dann verdeckt. Und dann entweder wird Selina es trotzdem sehen. Nee, oder? Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob, also Valeria will sie jetzt erpressen, dass sie mit Selina Schluss macht. Und entweder geht Chrissy dann zu Selina hin, macht Schluss und niemand wird erfahren, dass sie schwanger, also Selina wird nicht erfahren, dass sie schwanger ist. Vielleicht irgendwann im Nachhinein doch noch durch die Mutter, weil die eh toxisch ist. Aber halt nicht so, auf diese Weise. Oder sie wird sehen. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Wahrscheinlich nicht, oder? Habt ihr verstanden, was ich sagen wollte? Habt ihr es verstanden? Ach so, läuft noch eine Umfrage? Nee, doch. Soll Chrissy Valeria die... Nein! Okay. Ist eh bei Nein. Sehr gut, Chrissy. Sehr gut. Nee, ich bin nämlich auch für Nein. Wir müssen unbedingt ein Haus bauen noch irgendwie. Ich meine, ich zeige euch das Haus nochmal, was wir bauen wollen. Wunderschön. Schaffen wir halt nicht, das Ganze so nachzubauen, weil wir kein Geld haben, aber das ist das Ziel heute. Vielleicht. Shanto schreibt, ich finde, Chrissy sollte offen mit Selina reden. Mich würde nämlich interessieren, wie die beiden danach miteinander umgehen. Stimmt natürlich auch. Aber jetzt gerade haben wir halt auch diese spicy Situation. Also vielleicht sagt Valeria wirklich, du sollst mit Selina Schluss machen. Und dann erzählt sie es nicht. Aber innerlich denkt sie sich halt eh, ach, meine Tochter wird es halt eh sehen und ich werde es ihr eh erzählen. Wir brauchen noch das Drama mit Selina und Derek. Ja, das brauchen wir auch noch. Aber ich weiß nicht, wie ich das einbauen soll. I don't know. Oh. Auch eine gute Idee, was Leni schreibt. Ich bin dafür, dass Valeria so andeutet, dass Christina sie sowieso nicht mag, weil sie jemand anderen hat. Und dann ist Chrissy so, what the fuck? Ja. Stimmt. Oder vielleicht, oh, ich hab's, Leute. Also. Also. Und hallo Pia nochmal. Ja, hier läuft's gerade ganz, ganz wild. Also wir sind gerade am Grübeln, was wir tun sollen. Weil das ist gerade so eine wilde Situation. Wir wissen gar nicht, was abgeht. Aber ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Die Idee von Leni ist wirklich gut. Ja, finde ich auch. Wie wär's, wenn die Mutter von Selina, also diese Dame hier, die weiß eigentlich gar nicht, dass Selina eine Affäre hat, aber sie sagt jetzt eigentlich, ja, eigentlich steht Selina ja auch auf Männer. Also, hast du es noch gar nicht gehört, dass sie eine Affäre hat mit, ja, sie sagt auch keinen Namen, sie sagt einfach nur, dass sie eine Affäre hat mit einem Mann, so nach dem Motto, aber sie weiß eigentlich gar nicht, dass Selina wirklich eine Affäre hat, sondern sie sagt es einfach, um Chrissy abzuschrecken, um Chrissy irgendwie nervös zu machen. Und Chrissy glaubt es dann und dann spricht Chrissy Selina auf die Affäre an und dann platzt die Bombe und dann kommt raus, dass Selina tatsächlich eine Affäre hat mit Derek und dann platzt die andere Bombe, dass Chrissy von Derek auch noch schwanger ist und die beiden hatten die gleiche Affäre mit dem gleichen Mann. Das ist so genial. Ja, oh mein Gott, bitte, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Oh. Lieben wir. Lieben wir. Oh mein Gott. Und ja, genau. Da, bei den Worten, müssen wir auch gleich nochmal einen Schluck trinken. Danke, Shanto, fürs Einlösen. Also Wassermarsch. Darauf ist mein Schluck. Prost, Leute. Also, ne?
Und dann platzt die dritte Bombe, die Fruchtblase. Ja, das wäre nochmal anders wild. Aber wir sind gerade, glaube ich, noch im zweiten Trimester, ja. Drittes Trimester in 8 Stunden. Oh Mann, ey. Okay, also wir müssen jetzt noch einmal kurz mit Valeria streiten. Ich meine, tun wir eh gerade. Aber wir streiten. Nein! Oh no, habt ihr es gelesen? Oh no! Wie viel Drama wollen wir heute haben? Ja. Oh no. Irgendetwas scheint mit der Schwangerschaft von Chrissy nicht zu stimmen. Chrissy wird ins Krankenhaus gehen. Schwangerschaftsproblem. Irgendetwas scheint mit der Schwangerschaft von Chrissy nicht zu stimmen. Chrissy hat plötzlich starke Magenkrämpfe und anscheinend blutet sie. Geh besser ins Krankenhaus und zwar schnell. Oh oh. Wo geht das? Wo geht das? Wo geht das? Wo geht das? Wie geht das? Mann, Leute, ich find's nicht. Telefon? Ja, ich weiß nicht. Geburtshilfe anrufen? Aber das ist ja, also es ist, glaube ich, über die Relationship and Pregnancy Overhaul Mod. Wo geht das? Leute, seht ihr es irgendwo? Mano! Auf jeden Fall ist erstmal der erste Timer abgelaufen. Ich setze die Brille jetzt ab und in 2 Minuten muss ich noch den Hut aufsetzen. Aber. Wo geht das? Oh Leute, ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ich weiß nicht, wo das geht. Oder ist es von der. Von der. Ist das doch von der Mod? Es geht automatisch. Sicher? Bin ich mir nicht so sicher. Doch, okay, ja gut. Sie geht automatisch. Oh no. Ja, was machen wir jetzt mit der Info? Ich fürchte, es geht böse aus. Was machen wir jetzt hier oben? Oh no, Leute. Daumen drücken, ja, alle Daumen drücken. Oh mein Gott. Ich spule mal ein bisschen vor. Ho hoffentlich hat sie es nicht verloren. Ich meine, ja, das kommt halt, weil sie gerade ultra müde ist und sich gestritten hat. War auch ein bisschen dumm. Also eigentlich ist die Mutter von Selina schuld. Also, theoretisch. Zu viel Stress. Erst die Sache mit Derek, dann. Oh nein, nein, nein. Oh. Ja. Och, Leute. Chrissy hatte eine Eileiterschwangerschaft. Aufgrund der Nicht-Lebensfähigkeit des Fötus und der Lebensgefahr von Chrissy musste ein chirurgischer Eingriff durchgeführt werden, um die Schwangerschaft zu beenden. Das Fortpflanzungssystem von Chrissy ist beschädigt! Es kann gut sein, dass ihre Fruchtbarkeit drastisch reduziert wird. Ja, erstmal, also. Oh mein Gott. Das ist also. Ich glaube, das ist der wildeste Stream aller Zeiten. Also der wildeste Weltenbummler-Stream. Es kann gut sein, dass ihre Fruchtbarkeit drastisch reduziert wird. Es wird empfohlen, dass sie ihre Fertilität von einem Fachmann überprüfen lassen sollte. In dem Inventar wurde eine Urne hinzugefügt. Ja. Ja.
Jetzt kann sie aber immerhin komplett neu anfangen mit jemand anderem. Ja, das stimmt natürlich. Es ist halt super traurig. Ja, ich brauche jetzt Schoki. Ja, ich brauche eigentlich auch Schoki. Ich habe aber keinen Schoki. Ja, ich glaube aber, ich meine, sie ist ja jetzt gerade bei Derek. Ich glaube, sie wird Derek davon erzählen jetzt. Und Derek wird sie trösten. Also das glaube ich schon. Fehlgeburt ankündigen. Weil ja, weiß jetzt gerade nicht, zu wem sie sonst gehen soll, weil Derek ist gerade der Einzige, der überhaupt von dieser Schwangerschaft wusste. Und deswegen wird sie diese Fehlgeburt jetzt ankündigen. Bei Derek, also wird ihm sagen, so, Derek, es war irgendwie zu viel Stress für mich und keine, also vielleicht ist auch eine Woche vergangen seitdem, weil ich meine, das sonst, wenn es jetzt sofort passiert, ist auch ein bisschen sehr unlogisch. Aber vielleicht wird Chris jetzt sagen, ich weiß, du warst nicht glücklich über die Schwangerschaft, aber ja, jetzt ist vorbei. Jetzt bin ich nicht mehr schwanger. Und dann wird sie ihm alles erzählen, was passiert ist. Jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber guck mal, er ist auch traurig darüber. Er wird wahrscheinlich auch sowas sagen wie, ich habe mir zwar diese Schwangerschaft nicht gewünscht, Chrissy, aber das hätte ich mir für dich erst recht nicht gewünscht. Das hätte ich mir absolut nicht gewünscht. Und dann wird er sagen, dass es ihm sehr leid tut und er wird sie vielleicht umarmen. Komm, wir umarmen ihn mal. Eigentlich kommt das natürlich von, wir können ihn nicht umarmen, sie ist zu wütend. Wir werden ihm Dankbarkeit zeigen. Und vielleicht würde er auch sagen, komm, du kannst heute Nacht bei mir schlafen. Wir werden heute Nacht bei Derek schlafen, damit wir nicht so alleine sind. Ist vielleicht eine gute Option, oder? Theoretisch würde es halt auch Sinn machen, wenn die jetzt noch mal eine Affäre haben. Ich glaube, es wird Zeit zurück nach Brilliant Bay. Ja, aber meinst du, dass sie jetzt nach den Nachrichten ganz alleine sein sollte? Ich glaube, diese Nacht wird sie bei Derek verbringen. Er hat gesagt, sie darf hier schlafen. Wahrscheinlich sagt er jetzt gleich, sowas dulden wir hier nicht. Aber ich glaube, er hat gesagt, wir dürfen hier bei ihm übernachten heute Nacht. Ich finde, es macht Sinn. Versöhnungsex wäre jetzt ein bisschen wild. Ich glaube, nach der Nachricht gibt es kein Techtelmechtel. Ich glaube, das ist ein bisschen wild. Oh Mann, ey. Mann, ey. Sie hat doch ihre Tiere, sie ist nicht allein. Ja, das stimmt natürlich auch irgendwo. Aber die Tiere, die sind gerade gut aufgehoben. Ja, wo auch immer. Aber ich finde, es macht Sinn, wenn sie heute bei ihm schläft. Ich finde, es macht einfach nur Sinn. Oder? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wir können uns jetzt zumindest kurz ausruhen bei ihm und er tröstet uns so lange. Und dann fahren wir sonst gleich noch irgendwie mitten in der Nacht nach Hause und weil Christian sagt, sie muss sich auch um ihre Tiere kümmern und geht ja auch. Aber ich finde es schon realistisch, dass sie sich kurz bei Derek ausruht, weil ja, er ist wie gesagt der Einzige, der von der Schwangerschaft wusste, abgesehen von Selinas Mutter. Aber das zählen wir jetzt mal nicht dazu. Aber er ist halt der Einzige, der davon wusste. Und ja, sie hat es ihm ja erzählt jetzt und er war auch traurig darüber. Und deswegen finde ich, macht schon Sinn, wenn sie heute Nacht da schläft. Was ist, wenn sie Selina im Aufzug trifft? Wäre auch wild. Also jetzt gerade habe ich halt so im Kopf. Ich weiß gar nicht, was ich im Kopf habe. Ich habe auch irgendwie gar nichts im Kopf. Ich werde mal auf normale Geschwindigkeit machen, damit wir ein bisschen grübeln können zusammen. Tja. Genau, und Kettle schreibt auch schon, sie sind ja immerhin noch befreundet. Da finde ich das realistisch, dass er für sie da ist. Eben, das finde ich nämlich auch. Und guck mal, er lässt ihr ja auch halt das Bett. Er ist gerade auf dem Sofa schlafen gegangen. Also er lässt ihr das Bett, weil er ja inzwischen auch weiß, dass er eine Affäre mit ihr hatte und gleichzeitig eine mit Selina hat. Also wahrscheinlich will er auch nicht riskieren, dass da noch was passiert. Könnte ich mir auch vorstellen. Und ganz, ganz lieben Dank, Tasula, für dein Follow auf Twitch. Vielen Dank. Also wie gesagt, das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er einfach jetzt nichts riskieren will, dass da noch was passiert. Aber trotzdem möchte er halt freundschaftlich für sie da sein, weil er natürlich selber weiß, dass er der Einzige scheinbar ist,
das weiß. Tja. Mondkind schreibt, also in ihr Haus fahren, um sich um die Tiere zu kümmern, ist auch eine Option. Ja, vielleicht macht Derek das ja auch. Vielleicht hat's. Oder? Macht das Sinn? Wenn Selina jetzt Chrissy jetzt einfach schlafen gegangen ist und gesagt hat, magst du vielleicht noch mal kurz nach meinen. Oh, ich habe irgendwie eine Wimper im Auge. Magst du vielleicht noch mal kurz nach meinen Tieren schauen? Und dann hat sie ihm jetzt den Schlüssel gegeben und er ist kurz dahin gefahren und ist jetzt wiedergekommen. Würde auch Sinn machen, oder? Oh Mann. Also, ja, was machen wir jetzt mit Selina? Wir müssen sie auf jeden Fall bald mal wieder besuchen. Ich meine, diese beiden sind ein Paar. Die müssen sich halt irgendwann wieder sehen. Und wahrscheinlich hat, weil, also die Mutter von Selina jetzt auch gemerkt, dass Selina und Chrissy theoretisch immer noch zusammen sind. Also ist noch keine Beziehungsende. Und vielleicht hat die Mutter von Selina jetzt ja schon erzählt, dass Chrissy schwanger ist. Sie weiß ja selber nicht, dass das jetzt irgendwie anders gelaufen ist. Und danke, Best-Summertime, für dein Follow auf Twitch. Vielen Dank. Und Leni, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Tschüssi. Schönen Abend noch. Ja, sie fährt morgen früh auf jeden Fall ganz, ganz früh los. Genau so machen wir es. Morgen früh fährt sie ganz früh los. Irgendwie um 6 oder 5 schon. Jetzt schläft sie erstmal. Ich lasse sie mal schlafen. Und dann fährt sie morgen ganz früh los und kümmert sich dann um ihre Tiere. Und ja. Vielleicht steht Selina dann ja sogar schon vor der Tür. Wenn das ja ein bisschen einfielen, dass Selina dann sofort vor der Tür steht und fragt, wo warst du? Ich habe nach dir gesucht. Meine Mama hat mir erzählt, dass du schwanger bist. So auf den Punkt gebracht. Oder? Oh, sie muss mal auf Toilette. Macht das. Vielleicht nimmt sie dann nochmal hier ein Bad, weil sie hat ja selber keine Badewanne. Nimmt sie ein Bad. Kann vielleicht nochmal was essen. Ist ja jetzt gleich schon morgens. Dann isst sie hier nochmal ganz schnell was. Irgendwie eine schnelle Mahlzeit oder so. Schnelle Mikrowellenmahlzeit. Hat der überhaupt eine Mikrowelle? Nö. Eine schnelle Mahlzeit isst sie hier nochmal. Irgendwie, keine Ahnung, ein Joghurt hat er noch im Kühlschrank stehen. Und dann wird sie auch direkt nach Hause gehen. Ich glaube, das macht Sinn. Gönnt sich dann etwas Ruhe und dann eskaliert es mit Selina und dann trennen sie sich. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ist halt alles gerade super traurig. Der Part ist, der, also der hat sich jetzt 5-mal zu was anderem gewandelt. Also der Stream hier. 5-mal oder so hat er sich gewandelt zu was ganz anderem, als ich erwartet hätte. Also es ist wirklich einfach nur wild. Und wir haben Rechnung bekommen. Ja, 400 Simoleons können wir uns wohl noch leisten. So, sie hat auf jeden Fall gegessen. Es ist 5 Uhr morgens. Sie wird jetzt verschwinden. Hat Derek wahrscheinlich noch Tschüss gesagt. Also sie hat ihn kurz geweckt und gesagt, so, ich gehe jetzt nach Hause. Ich muss mich um meine Tiere kümmern. Und das wird sie jetzt auch machen. Und vielen, vielen Dank, Elfie, für dein Follow auf Twitch. So, wir werden Selina jetzt aber direkt mitnehmen. Stellen uns aber vor, dass sie natürlich von alleine zu Chrissy nach Hause gekommen ist. Ja, und dann werden die beiden ein Wörtchen miteinander reden. Und vielleicht Schluss machen. Ah, wild. So, da sind die beiden. Ah. So, ich werde die mal ganz kurz in eine Runde hinzufügen und dann gehen wir hier zur Tür, weil eigentlich steht Selina natürlich vor der Tür. Also, wir sehen es hier. Chrissy kommt gerade bedröppelt nach Hause und sieht dann auf einmal, dass Selina vor der Tür steht. Und deswegen wird sie Selina jetzt fragen: Hey, was machst du denn hier? Wird einfach irgendwas sagen, Tag verschönern. Wird versuchen, die Trauer ein bisschen zu verdecken, weil Selina weiß natürlich von nichts, denkt Chrissy. Und deswegen versucht sie, die Trauer ein bisschen zu verdecken. Auch wenn es ihr nicht leicht fällt, weil es ist wirklich unglaublich traurig. Genau, und spricht Chrissy Selina auf die Affäre an? Auch ne, genau, das werden wir wahrscheinlich auch noch machen. Also, es wird gleich einfach alles explodieren. Es wird alles explodieren. Oh Mann, ey, ich werde mal Selina kurz steuern. Ich werde sie mal, ich, damit, dann können wir das alles so ein bisschen realistischer machen. So. Ich steuere sie mal kurz und da kann ich es euch nochmal zeigen übrigens mit, hier. Die haben tatsächlich eine Romantikleiste. Also, ich habe nicht gelogen. Es ist einfach wild.
Ist einfach wild, so. Auf jeden Fall wird Chrissy jetzt mit ihr reden und dann wird Selina vielleicht direkt mit der Tür ins. Oh mein Gott, nee, nicht so mit der Tür ins Haus. sie wird Chrissy vielleicht einfach anbrüllen. Wird Chrissy anbrüllen und sie fragen: Hey, wo warst du? Mom hat mir erzählt, dass du in. Was passiert da? Ich glaube, unsere Katzen bekommen gerade ihre Babys. Ja, immerhin die. Und Chrissy mag, also Celia mag Smalltalk von mir aus, aber oh mein Gott, es passiert gerade so viel auf einmal, Leute. Ich weiß doch nicht, was wir tun sollen. Oh mein Gott. Ja, also auf Katzengeburt reagieren. Das ist ja nochmal doppelt traurig. Ja, wahrscheinlich gebärt jetzt noch Chrissys Katze und da bekommt Chrissy einen Heulkrampf. Ja, und dann wird's alles ganz wild. Wie will sie das denn? Wie will sie das denn erklären? Ja, ich mache das mit Selina jetzt erstmal fertig. So, okay, ich muss auch mal kurz pausieren, weil das funktioniert nicht, wenn ich das alles gleichzeitig mache. Boah. Also, Chrissy hat jetzt erstmal versucht, von ihrer Trauer abzulenken und Selina sagt jetzt, oder fällt jetzt direkt mit der Tür ins Haus und sagt: Chrissy, wo warst du? Ich hab dich, also ich stand hier, ich stehe hier seit gestern Abend. Hat ihr ein Zelt aufgeschlagen, so nämlich. Ich war hier gestern Abend schon mal und da warst du nicht hier und jetzt bin ich schon wieder hier und du warst schon wieder nicht hier. Wo warst du heute Nacht? Und Chrissy wird dann sowas sagen wie: Ja, ich, also war heute einfach bei einem, also. Ja, ich war weg heute Nacht. Ich muss doch nicht immer zu Hause schlafen. Und dann wird Selina sagen: Also, meine Mom hat mir da was erzählt. Stimmt das, Chrissy? Was meinst du? Ja, meine Mom hat gesagt, dass du schwanger bist. Ja, und das ist jetzt mal so ein richtig, richtiger Stich in Chrissys Herz. Weil sie ist nicht mehr schwanger. Sie ist nicht mehr schwanger. Und dann werden wir sie auch anschreien. Wir werden sie auch anschreien. Wir werden uns streiten. Wir werden uns auch wieder über Schwangerschaft streiten oder über irgendwas streiten. Wir werden sagen, oder Chrissy wird irgendwie sowas sagen wie: Nein, ich bin nicht schwanger. Oder siehst du irgendwas? Ich bin nicht schwanger. Und jetzt wird sie richtig wütend, weil sie ja schwanger war und es aber nicht mehr ist. Heißt also, sie weint jetzt, sie ist wütend, sie ist komplett außer sich und wird Selina anschreien, viel zu laut und wird sagen: Nein, das stimmt nicht, ich bin nicht schwanger. Und ich glaube, wir kriegen gerade Kätzchen. Aber ich lasse diesen Bildschirm jetzt mal kurz, damit wir diese Konversation zu Ende bringen können. So. So nämlich. Über den RPO kann man auch, glaube ich, Verdacht zum Fremdgehen äußern. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Tarsula, wir sind noch bei Generation 1, also noch ganz am Anfang. Du kannst gerne einmal Ausrufezeichen Weltenbummler in den Chat schreiben, dann kommst du zu den Regeln und da stehen die Regeln dann für diese Challenge. Auf jeden Fall schreit Chrissy Selina gerade an und ist eigentlich viel zu laut, ist gerade völlig durcheinander mit ihren Gefühlen, weil Selina sie damit konfrontiert, dass sie schwanger ist. Und das war sie auch. Und jetzt ist sie es nicht mehr. Und darüber ist sie traurig. Und gleichzeitig will sie. Ja, sie ist einfach komplett durcheinander. Sie ist komplett durcheinander. Also, ja, ich muss mal ganz kurz hier ab. Wir haben Kätzchen bekommen. Unpassend jetzt. Auf jeden Fall, ja. Ja, wir brauchen Namen für die Kätzchen jetzt. Und zwar mit dem Anfangsbuchstaben D. Wir waren bei C. Jetzt brauchen wir Namen für die Kleine, also für ein weibliches Kätzchen mit dem Anfangsbuchstaben D. Habt ihr eine Idee? Hä, eine Idee. Dora, Dixie, Dora. Okay, ganz viele schreiben Dora. Dann nehme ich Dora schon mal. Das ist schon mal gebongt. Dora. Und wir haben noch einen, aber einen Kater. Wie wollen wir den Kater mit D nennen? Auch mit D, weil das ist der D-Wurf. Das ist der D-Wurf. Also ein Katername mit D. Derek. Nee, auf gar keinen Fall. Nein, wir nennen es nicht Derek. Derek, nee. Oh, das ist ein bisschen zu wild. Wir können es nicht Derek nennen. Wir können es nicht Derek nennen. Diego finde ich gut. Diego ist supi. Ich meine, wir werden die Katzen eh verkaufen. Leider, wir brauchen das Geld. Sie war jung und brauchte das Geld. Aber ja, Diego nehmen wir. Noch ein Kätzchen. Noch eine kleine. Okay, was habt ihr gerade noch für weibliche Namen mit D geschrieben? Was habt ihr gerade noch für weibliche? Oder schreibt gerne nochmal weibliche Namen mit D. Dixie fand ich auch gut. Ja, Dixie finde ich auch gut. Nehmen wir doch Dixie.
Dixie. Supi nehmen wir. Noch ein Kater. Noch ein Kater. Wie wollen wir ihn nennen? Noch ein Kater mit D. Noch ein Kater mit Danny finde ich gut. Dormi auch schön. Dexter ist auch cool. Ich glaube, wir nehmen Dexter, oder? Das gibt Geld, ja, wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, wir können gleich unser Haus bauen, aber wir haben eigentlich viel zu viele andere Baustellen. Dexter fand ich gut. So, Dexter. So. What? Wie viele sind denn das? Noch ein Kätzchen. Also, wir brauchen nochmal Namen mit D für eine kleine Katze. Also, noch mehr weibliche Namen. Daisy, okay, nehmen wir noch Daisy dazu. Daisy. Wurde gerade auch schon geschrieben. Daisy. Das war's. Ein Sim Drillinge gebären lassen. Ja, das war aber kein Sim, sondern eine Katze. Und eigentlich waren es Fünflinge, oder? Oder waren die auch schon vom Bounty? Ach so, Bounty hat auch schon. Okay. Drei Stück waren von Bounty. Und zwei von Colada, okay. Also es waren keine Fünflinge. Oh mein Gott, okay. Also so, aber jetzt müssen wir erstmal ganz kurz noch mit der Konversation hier weitermachen. Sonst, also wir sind hier schon wieder viel zu durcheinander. Also, um mich nochmal dran zu erinnern, wir gucken uns die gleich alle an, aber jetzt erstmal muss die Konversation hier fertig. Geht nicht anders. Müssen wir machen. Müssen wir machen. Also. Auf jeden Fall hat Selina ihr gerade vorgeworfen, dass sie schwanger ist. Chrissy ist da voll gegen angegangen und hat gesagt, ich bin nicht schwanger oder siehst du irgendwas? Ist dabei in Tränen ausgebrochen, weil sie halt eben selber weiß, was passiert ist. Und in diesem, im Eifer des Gefechts quasi, hat Chrissy dann gesagt, aber du hast ja auch eine Affäre, habe ich gehört. Und dann wird Selina das auch abstreiten und sagen, nein, wie kommst du darauf? Ich habe doch keine Affäre. Du hast eine Affäre. Ich meine, du bist doch schwanger. Und dann wird Chrissy wieder sagen, nein, ich bin nicht schwanger, wie gesagt. Oder siehst du hier irgendwas? Und dann wird Selina sagen, ja, wie kommst du denn darauf, dass ich eine Affäre habe? Und dann wird Chrissy sagen, deine Mom hat es mir erzählt. Und dann wird Selina aus Versehen sagen, woher weiß meine Mom davon? Und dann, ja, hat sie es gerade gedroppt, dass sie eine Affäre hat. Und dann sagt Chrissy jetzt sowas wie, ha, jetzt hast du es auch noch zugegeben. Und ja, jetzt hat Selina gesagt, dass sie eine Affäre hat. Also nicht direkt, aber schon irgendwie. Und deswegen, ja, können wir jetzt irgendwas hier mit dem Dingsbums machen? Eifersucht und Untreue. Dies ist nicht möglich, wenn ein Sim ein Baby bekommt. Ja, wir müssen noch mal ganz kurz hier die Kätzchenbabys bekommen lassen. Bis das hier wieder freigeschaltet wird hier oben. So. Die streiten sich. Okay, ich glaube, jetzt können wir wieder. So. Eifersucht und Untreue. Den Betrug gestehen können wir nur. Den Verdacht über die Nähe äußern zu. Okay, nein. Okay, also wir haben ja gerade gesagt, Selina, upsie, hat es jetzt aus Versehen gedroppt, weil sie gesagt hat, woher wusste meine Mutter davon? Und deswegen, hä? Kann sie den Betrug nicht gestehen? Warum nicht? Ja, dann muss Chrissy das halt machen. So. Dann doch andersrum. Den Verdacht über die Nähe äußern zu. Ja, sie kann halt, sie weiß ja nicht zu wem. Sie weiß ja nicht zu wem. Wir sagen jetzt einfach Derek, aber wir sagen, also eigentlich sagt Chrissy keinen Namen. Sie sagt halt einfach nur, dass Selina eine Affäre hat und Selina lässt die Bombe so ein bisschen platzen. Mein Herz, der Stream schafft mich heute. Ja, es ist wirklich der schlimmste Stream aller Zeiten. Also es ist ein bisschen großartig auch, aber es ist auch einfach schlimm. Es ist einfach alles. Kritisch. Also, Selina, was sagen wir? Was hat sie jetzt gesagt? Gibt sie irgendwas zu wissen? Ziemlich lecker. Das ist die Hauptsache. Minihaus. Ja, haben wir jetzt irgendwas erfahren oder was ist hier los? Ach so, das ist die. Ah, okay, die Interaktion kommt noch. Das ist eine schelmische Interaktion. Okay. Dann warten wir noch mal kurz. Ah, vielleicht hatten Selina und Derek vorher etwas, bevor Selina was mit Chrissy hatte. Auch eine Möglichkeit. Oh mein Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten hier. Schlimm. Naja, aber trotzdem wird Chrissy jetzt sagen, du hast ja eine Affäre und. Was sagt sie? Was sagt sie? Oh, das können wir nicht machen, oder? Müssen wir immer Ja sagen? Haben wir das bei dieser Challenge gesagt, dass wir immer Ja sagen müssen? Weil Chrissy ist nicht gemein. Ist sie nicht, oder?
Ist Chrissy gemein? Hier steht jetzt, Chrissy hat das süße, verführerische Gefühl verspürt, gemein zu sein. Soll sie zulassen, dass dies ein Teil ihrer Persönlichkeit wird? Nee, sie ist nicht gemein. Okay, die meisten schreiben nein. Ich meine, sie ist jetzt gerade einfach gefühlstechnisch total durcheinander. Eben, nur, sie ist nur voller Emotionen. Ja, finde ich auch. Sie ist nicht gemein. Nee, okay. Gut, dass wir uns da einig sind. Ist sie nicht. Liebling, du machst dir um nichts Sorgen. Wir sind nur Freunde. Also, sie streitet es doch ab. Sie streitet es doch ab. Vielleicht hatte Selina also doch was vorher mit Derek. Okay, da machen wir es anders. Also Selina hat ja gerade aus Versehen gesagt, dass sie, also Chrissy hat gesagt, deine Mama hat es mir erzählt, da hat Selina gesagt, ja, woher wusste meine Mom davon? Und deswegen, und da hat Chrissy gesagt, ha, habe ich es doch gesagt, bla 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 bla. Und jetzt meinte sie, na, nein, ich habe keine Affäre. Ich meine, ich hatte vorher mal was mit einem Mann, aber jetzt nicht. Ich bin noch mit dir zusammen. Seitdem wir zusammen sind, hatte ich nichts mit einem Mann. Und dann wird Chrissy noch irgendwie was sagen, bla bla bla. Und dann wird Selina sagen, dass sie ehrlich sein möchte, dass sie ihr gerne davon erzählen würde. Sie hatte vorher was, aber nicht jetzt gerade. Aber sie hatte etwas mit Derek. Das sagt sie jetzt. Bevor der Beziehung mit Chrissy hatte Selina etwas mit Derek. Das erzählt sie ihr jetzt. Oder tiefgründige Unterhaltung mal ganz kurz. Tiefgründige Unterhaltung. Ist eine gute Idee, oder? Düdüm. Genau. Das ist so gut. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das alles später in einen Block unterbringen soll. Aber egal, das ist mein Zukunftsproblem. Das ist nicht mein Problem jetzt. Das ist Zukunftssymbolproblem. Oh, wild. So, auf jeden Fall hat Selina jetzt gesagt, ja, vor unserer Beziehung, da hatte ich was mit Derek, aber es war vor unserer Beziehung, da waren wir noch nicht zusammen. Und ich habe auch danach auch gemerkt, dass ich Frauen lieber mag als Männer. Und also es war davor. Und jetzt wird Chrissy sagen, warte mal, mit Derek, also unser Derek, unser Freund, Kumpel Derek, und wird lästern. Sie wird über einen anderen Sim lästern, über Derek. Ha, großartig. Also mit Derek, Derek, unserem Derek. Okay, sie hat gerade nur gesagt, weil wir gelästert haben, er kann doch nicht nur schlechte Eigenschaften haben. Ja, keine Ahnung. Meinte sie, ja, unser Derek. Aber wie gesagt, es war vor unserer Beziehung. Also es ist nicht jetzt. Es, also jetzt, ich bin dir nie fremd gegangen, Chrissy. Ja, und wie machen wir es jetzt so, Leute? Jetzt wisst ihr, wo wir gerade sind. Wie machen wir es jetzt? Und Gaming Mouse schreibt, welche Übersetzung von der Mod hast du? Ich habe die im Moment nur ohne Übersetzung. Ich habe die Mod selber übersetzt. Du kannst einmal Ausrufezeichen Modliste in den Chat schreiben. Da kommst du zum Link meiner Modliste, also mit allen Mods, die ich im Spiel habe. Und da sind auch meine Übersetzungen. Also die darfst du sehr gerne runterladen. Nur bitte nicht teilen, irgendwie groß. Aber wenn es so in der Community bleibt, ist das absolut in Ordnung. Genau. So, aber was machen wir jetzt? Also, lässt Chrissy jetzt auch die Bombe platzen? Oder ich glaube, sie wird noch nicht erzählen. Das wäre ja dumm, wenn sie jetzt erzählt, ich hatte auch was mit Derek, weil dann ist es ja offensichtlich. Aber die beiden haben sich jetzt theoretisch so ein bisschen. Ah! Ausgesprochen! Oh mein Gott, wir haben noch ein Raid, Leute! Wir haben noch ein Raid! Dankeschön! Vielen, vielen Dank, liebe Dreamy Melly. Ich kann gar nicht mehr reden. Vielen, vielen Dank, liebe Dreamy Melly, für dein Raid. Ganz lieben Dank, dass du mir deine Community anvertraust. Vielen, vielen Dank. Traumhafte Grüße aus dem Traumland. Das klingt großartig. Susul. Finde ich super. Vielen, vielen Dank. Susul. Hallo, liebe Raider. Hallöchen, wie geht's euch? Was habt Susul. ihr Schönes gemacht? Was habt ihr Schönes gemacht? Susul. Also erstmal an euch. Ich bin Simbo. Also für diejenigen, Susul. die mich vielleicht nicht kennen. Ich sehe gerade, ihr spammt hier Susul. schon mit Follows rum. Susul. Oder ist das eine Follow? Susul. Ist das eine Follow-Bot-Attacke oder sind das deine Leute, Melli? Susul. Ich hoffe, das ist keine Follow-Bot-Attacke, oder? Susul. Das sind nämlich ganz komische Namen. Ich glaube, wir haben gerade. Nee, Susul. ich habe nur 8. Ja, ich fürchte, ich habe gerade eine Follow-Bot-Attacke. Susul. Ja. Okay, mein Bot, der sperrt die schon mal alle. Susul. Leute, wir haben eine Follow-Bot-Attacke! Ja, Susul. hatte ich auch noch nicht bis jetzt. Aber gut, dass mein Bot die schon mal alle sperrt. Ja, Susul. das geht jetzt schon mal ganz. Oh mein Gott, was macht man da? Susul. Oh, was macht man da jetzt? Susul.
Wir reden erstmal weiter. Sul, Kann ich den Alert hier irgendwie ausmachen? Weil das nervt ja jetzt. sul. Alerts aus. Ja, wie mache ich das? Alerts aus. Sul, sul. Alerts Sul, bearbeiten. Follow. Ich mache den mal ganz kurz aus, den Follow Alert. So. Och, das ist ja nervig jetzt. Das ist ja jetzt super nervig. Aber naja, was soll's? Was soll's? Also Leute, gleich geht's ganz normal weiter. Mein Bot hat, glaube ich, hoffentlich alle Bots gesperrt. Ja, ich denke, das sind Bo ja, das sind auch Bots. Das sind auch Bots. Was ist denn hier los? Ja, Follower-Bot, Dingsi-Bumsi. Follower-Bot-Attacke, so heißt das nämlich. Aber ich habe zum Glück einen Bot drin, der das alles regelt. Das ist der Sari-Bot. Also an alle, die auch streamen, dicke Empfehlung. Der hat nämlich gerade alle schön gesperrt. Also ich glaube, ja, ich glaube, ist alles wieder in Ordnung, oder? Ich glaube, ist alles wieder in Ordnung. Aber wenn die durch den Bot gesperrt werden, ist schon mal gut. Ansonsten später noch mal in Commander Root schauen. Ja, ich werde später noch mal nachschauen. Also ich hatte sowas auch noch nie. Die Ellie, die hatte das nämlich letztens und da hat sie mir gesagt, also da hat sie mir nämlich den Sari-Bot empfohlen und zum Glück habe ich den reingeladen. Also ja, gut, dass ich das gemacht habe. Sonst wäre es jetzt wild gewesen. So, aber jetzt kann ich auch erstmal reden. Also Entschuldigung, Entschuldigung, Melly, dass dein Rage dadurch so ein bisschen kaputt gemacht wurde von diesen doofen Follower-Bots. Also jetzt nochmal ganz, ganz lieben Dank für dein Raid. Ganz lieben Dank, dass du mir deine Community anvertraust. Und ja, an alle Leute, die mitgeraidet sind und kein Bot sind, schön, dass ihr da seid. Freut mich wirklich sehr. Und ja, genau, ich wollte noch sagen, wer ich bin. Ich bin Simbo und bei mir geht's Sims. Wir spielen heute die Weltenbummler Challenge. Heute ist ein ganz wilder Stream, also ist wirklich gerade sehr viel los. Ist ganz, ganz wild heute. Aber ja, jetzt ist auch noch eine Follower-Bot-Attacke dazu gekommen. Also ich glaube, dieser Stream kann nicht mehr getoppt werden, oder was sagt ihr? Was sagt ihr? Geht nicht mehr. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. So, ich glaube aber, wir haben es geschafft. Kann ich meine Alerts wieder anschalten? Ich werde es mal versuchen. Ich werde die mal wieder anschalten und falls es immer noch wild ist, dann mache ich den halt erstmal wieder aus. Ich habe es aber erstmal wieder angemacht. So, okay. Ich glaube, es ist wieder ruhiger geworden, oder? Ich glaube, es ist wieder ruhiger geworden. Dann starte ich mal wieder mein Sims. Hier haben wir es. Die Pechsträhne des Jahres. Ja, heute ist wirklich, wie gesagt, sehr wild. Shoutout wurde gegeben, ist leider in der Bot-Attacke untergegangen. Ja, ist ein bisschen schade, aber sonst, also ich glaube, die ganzen Sachen wurden ja gelöscht. Vielleicht sieht man es ja doch noch irgendwo. Nee. Oh Mann, ey, sonst geben wir gleich einfach noch einen Shoutout. Kriegst gleich noch einen Shoutout, liebe Melli. Oh Mann, ey, alles gut. Ich glaube, die kam irgendwie durch mich. Nein, Quatsch. Die kam bestimmt nicht durch dich. Ich glaube, das ist einfach irgendwie Zufall gewesen. Also die letzten beiden Raids, die ich hatte, da hatte die Person, die ich geraidet hatte, dann auch einen Bot-Angriff. Oh wild. Ich habe große Probleme damit, aber aktuell raide ich nicht, wenn ich eine Bot-Attacke hatte. Aber irgendwie kommen die jetzt durch meine Raids, selbst wenn ich keine hatte. Irgendwie die Bots zu der Person, die ich raide. Aber alles gut, das musst du überhaupt nicht leid tun. Wirklich überhaupt nicht. Oh, speichern. Ja, ich speichere erstmal. Das ist eine gute Idee. Muss dir wirklich überhaupt nicht leid tun. Ich habe ja zum Glück diesen Sari-Bot drin und der hat ja zum Glück jetzt gerade alles geregelt. Also überhaupt kein Problem. Das muss dir nicht leid tun. Alles gut. Da kannst du nichts für. Ich freue mich über dein Raid. Sehr. Ich freue mich sehr über dein Raid. Dankeschön. So. Ich glaube, kann das, hey, ich bin Sim und so weiter auswendig. Ja, also langsam habe ich meinen Satz so drin. Man muss sich ja vorstellen, ne? So, mir ist auch gerade ehrlich gesagt ein bisschen warm. Oh. Also, ich erzähle erstmal, was hier los ist. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also, danke, Marlina, fürs Einlösen vom Wassermarsch. Ich habe gerade noch gesagt, mir ist warm. Jetzt trinken wir alle erstmal einen Schluck, denn das hilft. So. Auf jeden Fall wieder zurück zur Challenge. Wie gesagt, wir spielen die Weltenbummler-Challenge und haben gerade viele Probleme hier. Ganz kurze Kurzfassung: Die Chrissy, unsere Hauptperson, war am Anfang dieses Parts schwanger von einer Affäre. Das hier ist ihre Freundin. Ihre Affäre ist der Derek. Das hier. Allerdings hatten wir dann einen Schwangerschaftsabbruch.
Abbruch, eine Eileiterschwangerschaft, weil Chrissy einfach viel zu viel Gefühlschaos hatte, weil es irgendwie schlimm war. Und deswegen, ja, ist sie jetzt gerade sehr, sehr traurig darüber, denn sie hat sich tatsächlich trotz der komischen Umstände irgendwie über das Kind gefreut und jetzt, ja, jetzt ist es weg. Und jetzt ist Selina, also ihre Freundin, auf sie zugegangen und hat von ihrer Mutter erfahren, dass Chrissy schwanger ist. Und Chrissy hat gesagt, nein, ich bin nicht schwanger, weil ist sie ja auch nicht mehr. Und das hat jetzt wieder Gefühle in ihr ausgelöst. Und es ist einfach alles gerade sehr, sehr wild. Es ist alles gerade sehr, sehr wild. So, habe ich was vergessen? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ist das... Oh nein, ich glaube, es geht gerade weiter. Oh no, ich mach die Alerts nochmal aus. Ah, okay, Alerts sind aus. Ich hoffe, mein Bot ist gleich wieder aktiv. Ja. Ja, es kommt noch eine Follower-Bot-Attacke. Die zweite, aber es wird hier alles wieder gesperrt von meinem Bot. Großartig. So, ich rede einfach weiter. Wir achten nicht auf die Follower-Bots. Und reden einfach weiter. Einmal weiterreden. Also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall passiert. Das ist gerade sehr wild. Und jetzt gerade hat Chrissy gedacht, genau, und Selina hat ihr gerade noch erzählt, richtig, das war auch noch. Selina hat Chrissy gerade noch gebeichtet, dass sie vor Chrissy, bevor die zusammengekommen sind, auch mit einem Mann was hatte, und zwar mit Derek. Also mit dem Mann, mit dem Chrissy gerade eine Affäre hatte und eigentlich schwanger von war. Also, ja, das ist auch noch passiert. Und deswegen wollte ich gerade sagen, dass Chrissy einfach jetzt eine, vielleicht auch erstmal, es gibt doch diese Möglichkeit mit der vorübergehenden Trennung. Eine vorübergehende Trennung fordern. Vielleicht sagt Chrissy einfach gerade, ich kann das gerade nicht. Es ist mir gerade irgendwie zu viel. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Es ist, meine Gefühle spielen einfach gerade durcheinander und ich glaube, wir sollten erstmal Abstand halten. Vielleicht erstmal ein paar Monate, vielleicht geht es danach wieder, aber jetzt gerade brauche ich einfach Abstand. Und deswegen fordert sie jetzt vielleicht wirklich erstmal eine vorübergehende Trennung. Es muss ja nicht dauerhaft sein, sondern erstmal vorübergehend. Also wir schauen mal, was Selina dazu sagt. Zur vorübergehenden Trennung. Chrissy bittet Selina, eine Pause ihrer romantischen Beziehung einzulegen. Oh Mann, ey. Setzt Selina mal ganz schnell wieder auf ungespielt. Oh, ich will aber ganz kurz noch gucken, was sie davon hält. Achso, das war der Streit. Ein riesiges Gespräch. Beziehungspause. Selina und ihr Partner machen eine Pause in ihrer Beziehung. Okay, mehr steht da nicht. Naja, gut. Dann werde ich sie wieder auf ungespielt setzen. Und hier steht, Selina und Chrissy sind jetzt getrennt. Dieser Status stellt eine möglicherweise vorübergehende Unterbrechung in einer Beziehung dar. Selina kann die Dinge treiben lassen und schließlich entscheiden, diese Beziehung aufzugeben. Oder dafür kämpfen und versuchen, diese Liebe zu retten. Das Menü Trennung sowie Interaktionen aller Art werden beeinflussen, was als nächstes passiert. Okay, also wir werden Selina jetzt erstmal bitten, nach Hause zu gehen, weil Chrissy jetzt erstmal Zeit für sich braucht. Vielleicht wird sie sich auch einmal ausheulen, weil es war wirklich viel zu wild heute alles. Also es ist so viel passiert. Kann keiner glauben. Vielleicht sollte Chrissy... Ich mach das mal für dich, Chrissy, hier. Ausnahmsweise. Ich schmeiß mal die Kaki weg. Hier. Eigentlich lasse ich meine Sims das zwar immer machen, aber jetzt hat Chrissy gerade echt keinen Kopf dafür. So. Wir wollten uns aber noch, jetzt nachdem das schon mal geklärt ist, finally, auch wenn es traurig ist, aber... Ja. Wie heißt die Mod mit der Trennung? Das ist die Relationship and Pregnancy Overhaul Mod. Also einfach RPO Mod. Einfach Ausrufezeichen Modliste in den Chat schreiben, da kommt die dann auch in der Modliste. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal sagen kurz, wir haben ja gerade auch noch Katzenbabys bekommen. Also es ist auch noch passiert. Und habe ich schon gespeichert? Ich glaube schon. Ich speichere nochmal vorsichtshalber, weil gerade so viel passiert ist. Kann ich meine Alerts wieder anmachen? Sind noch irgendwo Follower-Bots? Oder geht's schon wieder? Ich schalte meine Alerts mal wieder an. So. Vorsichtshalber. Und falls nochmal was kommt, dann mache ich es wieder aus. Aber ich glaube, es geht gerade, oder? Ja. So, genau. Wir schauen uns jetzt erstmal die Katzen an. Und danach verkaufen wir die Katzen. Das ist traurig, aber wir brauchen das Geld. Es geht nicht anders. Wir können nicht immer alle Katzen behalten. Wir haben sowieso viel zu viele. Deswegen, wir schauen uns die jetzt alle mal an, was wir hier für Kätzchen haben. Und dann
müssen wir sie leider alle abgeben. Also, als erstes haben wir hier eine getigerte Katze, die sieht aus wie Bounty mit zwei verschiedenen Augenfarben. No! Das ist Bounty mit zwei verschiedenen Augenfarben als Tiger, Leute. Das ist einfach ein Tiger. Ich will es eigentlich schon wieder nicht verkaufen, aber wir müssen, Leute, wir müssen. Auf jeden Fall haben wir hier auch noch zwei Kätzchen. Und zwar ist das einmal dieses super süße Kätzchen hier. Sieht genauso aus wie Colada als Babykatze. Und dann haben wir auch noch dieses Babykätzchen hier. Sieht ähnlich aus wie Bounty. Eine Mischung aus Bounty und Cookie. Wobei die ja, also ja gut, der Katzenpapa hieß ja auch Cookie. Es war nicht unser Cookie, aber hieß auch Cookie. Und hier ist noch ein weiteres Tigerkätzchen. Noch ein Tigerkätzchen. Da. Ups. Oh, du bist so süß. Die sind schon wieder alle viel zu süß. Oh. Einbehalten. Ja, wäre schon süß, aber wir können nicht immer alle behalten. Wir behalten viel zu viele. Und unsere Kätzchen können... Oh, oh. War das ein richtiger Follow? Also, Money Fabi, vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, es war diesmal ein richtiges, weil ich hatte gerade eine Follower-Bot-Attacke. Also schreib gerne in den Chat. Ich glaube, du bist ein echter Follower. Weil da kommt gerade nichts hinterher. Wie gesagt, ich hatte gerade zwei Follower-Bot-Attacken, deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ja, ich bin mir sicher, dass du echt bist. Ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank. Ja, bin echt. Okay, supi. Finally. Dankeschön, dass du in den Chat geschrieben hast. Vielen Dank. Oh. Eine Erleichterung. Eine Erleichterung. Vielen, vielen Dank. So, auf jeden Fall haben wir die Kätzchen und irgendwo war doch noch eins, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das waren alle. Ja, dann müssen wir jetzt die Kätzchen verkaufen. Es ist traurig. Es ist halt wirklich traurig für Chrissy. Sie hat gerade ihr Kind verloren. Hat jetzt sich von ihrer Freundin getrennt. Zumindest erstmal vorübergehend. Und dann muss sie jetzt auch noch ihre ganzen Katzenbabys verkaufen. Das ist ja ein Horrortag. Das ist der schlimmste Tag im Leben von Chrissy wahrscheinlich. Aber wirklich. Oder die schlimmste Woche. Es ist ja wahrscheinlich alles über einen etwas längeren Zeitraum passiert. Aber das ist ja... Der Stream zieht einen heute voll runter. Ja, es tut mir halt auch so leid. Das war halt alles überhaupt nicht so geplant. Also mein Plan war halt wirklich, dass wir heute das Baby bekommen und ein Haus bauen. Aber es ist halt alles ganz anders gekommen. Und Miriam, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Oh, ja, okay. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal die Katzenbabys verkaufen. Es geht nicht anders. Oh no. Noch eine Attacke. Okay, die Alerts kommen wieder aus. Da kommt die nächste Follower-Bot-Attacke. Wir hassen es. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Blöde Bots, ja, das kannst du laut sagen. Blöde, blöde Bots. So, okay, aber Alerts sind raus. Wir verkaufen jetzt unsere ganzen Kätzchen, weil es geht nicht anders. Wir müssen sie verkaufen. Adoptionsagentur anrufen. Tier verkaufen. Oh, Mann, ey. Ja, wir verkaufen eh alle. Also ich fange jetzt mal vorne an. Wir verkaufen eh alle, wie gesagt, unsere beiden, also Colada und Bounty, dürfen beide noch zwei Würfe haben. Also wir werden noch ganz viele Katzenbabys mit denen bekommen. Und im letzten Wurf wird ganz bestimmt noch mal ein Kätzchen mit dabei sein. Im letzten Wurf werden wir dann ein weibliches Kätzchen behalten. Aber jetzt gerade haben wir echt zu viel. Es geht nicht. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal mit Daisy an. Ja, wir müssen Daisy verkaufen. 4.900 Simoleons, Leute, wir haben die 10.000 sowas von. Nur mit einem Kätzchen. Also in der ganzen Trauer haben wir jetzt auch ein bisschen Gutes. Wir können mit dem Hausbau anfangen. Ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr heute, weil der Stream ist, glaube ich, jetzt, ja, jetzt noch nicht gleich direkt, aber wir schaffen es halt heute nicht mehr zu bauen. Aber ja, wir können auf jeden Fall unser Haus bauen im nächsten Stream. Aber sowas von. So, aber Daisy wird jetzt auf jeden Fall verkauft. Es tut mir so leid, Daisy, aber wir müssen Katzenklo säubern. Und Laika, du kannst ruhig auf Klo gehen. Also du musst uns nicht fragen eigentlich. Über Haufenfressen belehren. Und ja, bitten, das Geschäft zu erledigen. Und Daisy wurde verkauft. Tschüss, Daisy. Es tut mir leid, aber wir müssen es tun.
Und Mondkind, das ist tatsächlich eine Mod. Ich habe mir dafür eine Mod runtergeladen. Da hatte ich auch hier die Community gefragt, ob das in Ordnung ist, weil man für die Kätzchen halt eigentlich wirklich unfassbar wenig bekommt. Also so 100 bis 250 oder 350 Simoleons. Und das ist halt eigentlich viel zu wenig. Also ist auch super unrealistisch. Deswegen habe ich eine Mod drin, die ist auch in meiner Modliste verlinkt, bei den kleinen Gameplay-Mods. Ich glaube, die heißt irgendwie Patch Price Increase oder irgendwie so ähnlich. Patch Sale Price Increase, irgendwie sowas. Und da kriegt man halt einfach mehr Geld für die Kätzchen. Und da haben wir damals gesagt, das ist völlig in Ordnung, weil es ja auch unsere Haupteinnahmequelle sein soll. Haben wir gesagt, das machen wir. Und ja, es ist einfach realistischer, dass man für Katzen ein bisschen mehr Geld bekommt als 100 Simoleon. Zumindest wenn es seriös ist. Und das ist es hier. Sonderlich. Ach so, ja, okay, 400 ist dann ja immer ein bisschen besser, aber ja, 4000 für einen Mischling ist auch nicht realistisch. Ja, das stimmt natürlich, aber es ist schon besser als 400, sonst würden wir halt in 3 Jahren noch an dieser Challenge sitzen. Deswegen lassen wir das jetzt auch so. Oh Mann, ey. Okay, auf jeden Fall ist als nächstes Dexter dran. 4480 Simoleons, also auch dafür kriegen wir ordentlich Kohle. Oh Mann, ey. Und Like hat gelernt, keine Haufen zu fressen. Großartig. Und wir müssen hier mal ein bisschen aufwischen. Aber auch das nächste Kätzchen ist verkauft. Und wenn wir jetzt für jedes über 4000 Simoleons bekommen, dann können wir im nächsten Part sowas von bauen. Das ist ja großartig. Und schon wieder das Katzenklo säubern. Und alle Tierschüsseln füllen. Aber das nächste Kätzchen ist verkauft. Dexter ist verkauft. Und dann müssen wir auch direkt mit dem nächsten Kätzchen weitermachen. Dexter wurde verkauft. Mann, Junge, es tut mir so leid. Wir müssen es tun. Wir müssen es tun. Wir brauchen das Geld. So, als nächstes ist Diego dran. Tut mir leid, Diego. 4032 Simoleons. Also tatsächlich kommt es bei der Mod auch drauf an, was für Merkmale die Kätzchen haben. Sie ist tatsächlich unfruchtbar. Wow. Also durch diese Eileiterschwangerschaft halt eben. Ist hier jetzt unfruchtbar. Dieser Sim ist unfruchtbar und kann nicht schwanger werden oder bei anderen eine Schwangerschaft verursachen. Krass. Ich meine, wenn sie irgendwann mal Kinder haben möchte, dann gibt es hier ja, wie gesagt, die Möglichkeit, Befruchtung. Nee, irgendwo gibt es die Möglichkeit. Irgendwo gibt es eine Möglichkeit, wo wir. Techtelmechtelgesundheit? Wo wir auf jeden Fall die Fruchtbarkeit irgendwie erhöhen können. Techtelmechtelleben. Reproduktive Gesundheit. Da, besuche einen Arzt, um die Fruchtbarkeits- und Gesundheitsrisiken zu bewerten. Geburtenkontrolle. Naja, weiß ich jetzt gerade nicht wo, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Aber jetzt gerade ist sie halt wirklich erstmal unfruchtbar. Ich meine, letztendlich. Also, es ist super traurig, aber. Kind wäre halt jetzt, gerade wenn sie noch Tierärztin werden will, sowieso schwierig gewesen. Natürlich sind die Umstände kacke, gar keine Frage. Aber ja. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Hat Chrissy das einfach so geglaubt, dass Selina nur früher was mit Derek hatte? Sonst wäre da ja keine Liebesleiste mehr, oder? Nee, sie hat ja jetzt eine vorübergehende Trennung gefordert. Also sie hat nicht direkt Schluss gemacht. Sie hat einfach gesagt, ich muss einfach mal über alles nachdenken. Also nicht nur über Selina und Derek, sondern einfach über alles. Und da hat sie gesagt, jetzt gerade braucht sie einfach Abstand. Und deswegen hat sie jetzt eine vorübergehende Trennung gefordert. Deswegen ist sie halt noch Liebesleiste. Es ist halt ein bisschen runtergegangen. Aber wir müssen einfach mal schauen, wie es weitergeht. So, auf jeden Fall, nächstes Kätzchen ist, glaube ich, verkauft. Wir schauen noch mal weiter. Ob noch jemand verkauft werden muss. Dixie wird jetzt auch noch verkauft. Ja. 1000. Hier, guck, da gibt es nicht so viel für. 1120. Auf jeden Fall, das wollte ich gerade erklären, dass es auf die Merkmale ankommt. Genau. Dixie ist zum Beispiel territorial und faul. Das sind beides nicht so gute Merkmale. Und deswegen bringt Dixie halt nicht so viel Geld. Also, das sind halt, also danach geht die, also danach geht es ja auch normalerweise, also auch ohne Mod, was die halt für Merkmale haben. Scheu und Freigeist ist zum Beispiel wieder ein bisschen besser. Da kriegen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr für. Aber danach geht das halt, wie viel Geld man bekommt. So, dann werde ich noch einmal auch das letzte Kä Oh, kann ich gerade nicht, weil die Agentur, also weil es noch läuft. Ja, auf jeden Fall wird jetzt Dixie noch abgeholt. Oh no, das Baby ist in der Freundesliste. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Hier. Wir haben halt auch ein Ultraschallbild.
Ja. Und die Urne. Aber ich glaube, das werden wir im Inventar lassen. Das werden wir jetzt nicht irgendwie wo aufstellen. Das ist ja, ist halt auch ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. So. Genau, ein Kätzchen haben wir allerdings noch, was wir verkaufen müssen. Und zwar Dora. 1400, ja. Auch da waren es halt nicht so positive Merkmale, deswegen nur in Anführungsstrichen 1400 Simoleons. Damit haben wir all unsere Kätzchen von gerade verkauft. Und haben tatsächlich 22.000 Simoleons. Also im nächsten Part werden wir definitiv bauen können. Vielleicht kann Yoda noch mal ein paar Vogelfedern jagen. Da hinten sind, glaube ich, auch immer Vögel. Und das kann dann noch mal ein Bounty machen. Wo sind die Vögel? Da! Bounty! Los, Vögel jagen. Rechnung bezahlen. Gut, dass du sagst. Richtig, Arabella. Das müssen wir auch noch machen. Rechnung bezahlen. Die sind zum Glück nicht so hoch. Aber ja, wie gesagt, also wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall bauen. Ich zeige euch nochmal das schöne Haus, was ich geplant habe. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es genauso aussehen wird. Wahrscheinlich noch nicht. Weil dafür reicht das Geld dann doch nicht. Aber, oh, Abby ruft an. Aber das ist schon wieder spannend. Also wisst ihr noch, Abby hat heute angerufen, dass sie sich in Wolfgang Walder verknallt hat. Das war aber genau da, als Chrissy die hitzige Diskussion mit Celinas Mutter hatte. Und da hat Chrissy einfach geschrieben, ach, ist mir egal, was du machst. Voller Wut. Und jetzt hat Abby geschrieben, ich glaube, das mit Wolfgang Walder und mir sollte einfach nicht sein. Also, vielleicht haben wir doch noch bei Abby eine Chance. Ich meine, Chrissy denkt gerade gar nicht drüber nach. Ich glaube, sie will gerade nichts von Liebe wissen. Ist theoretisch ja auch noch halbwegs irgendwie mit Celina zusammen. Aber ist auf jeden Fall wild. Und Saria, ja, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. So. Oh, schon wieder eine Bot-Attacke. Ja. Alerts habe ich zum Glück noch aus. Das ist ja mal so nervig. Kann man da nichts gegen tun irgendwie. Gegen solche Bot-Attacken. Also außer, ja gut, ich habe ja halt schon diesen Bot drin, der die sperrt, aber. Ist ja super nervig. Ja, noch eine Bot-Attacke. Tja, was machen wir da? Weiß auch nicht. Stimmt, nur den Stream beenden und neu starten. Ja, das kann sein. Also, wie gesagt, wir sind ja gleich sowieso durch. Deswegen brauche ich es jetzt auch nicht neu starten. Aber beim nächsten Mal sollte es hoffentlich besser sein. Ich hoffe es. Und Ria, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir eine sehr, sehr gute Nacht. Eine schöne Nacht. Träum schön. So. Wild. Okay. Aber ich würde sagen, ja, wir haben theoretisch für heute alles geschafft, was wir schaffen wollten. Beziehungsweise noch viel mehr und irgendwie viel weniger. Und irgendwie war es einfach nur krass. Also so vielen Ebenen krass. Ah, sie ist ein bisschen angespannt, weil sie hinter ihrem Rücken über einen Sim gelästert hat, weil sie treu ist. Sie ist treu? Sie hat das Merkmal treu? Nee, sprunghaft ist sie. Wo denn treu? Also, Chrissy, wenn du eins nicht bist, dann treu. Tut mir leid. Aber muss man ja mal so sagen, wie es ist. Naja. Aber wie gesagt, es war, ich glaube, es war bis jetzt der wildeste Weltenbummler-Stream, den wir je hatten. Kann man so unterschreiben, oder? Was sagt er? Also. Und Lea, wir sind gleich durch. Also, ich glaube, ich kann schon mal die Abmoderation so ganz grob machen, weil wir sind, wie gesagt, generell durch. Haben alles geschafft, was wir wollten. Wie gesagt. Oder auch nicht. Eigentlich dachte ich, wir bekommen heute ein Kind. Es wird von Stream zu Stream wilder, ja, aber wirklich. Immerhin wird der nächste Stream, da bauen wir ganz viel. Da wird es ruhiger. Da kann es nur ruhig werden. Weil bauen, da kann nichts passieren. Kann nichts passieren. So, aber ich würde sagen, ich speichere schon mal. Speichern. Und ja, werde mein Bild dann schon mal wieder groß machen. Ja, denn wir haben es geschafft. Ich werde meine Alerts nochmal anstellen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass nichts mehr kommt. Ich meine, ich beende es ja gleich eh. Aber ja. Was sagst du? Ja, also beim Bauen, ich meine, wenn wir im Baumodus sind, kann theoretisch eigentlich wirklich nichts passieren. Theoretisch. Naja.
Aber ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr alle da wart. Also ich werde jetzt erstmal für YouTube Tschüss sagen und dann werde ich gleich mal schauen, ob noch jemand streamt, den wir re reden, den wir reden können, den wir raiden können. Aber für YouTube sage ich jetzt schon mal Tschüssi. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr den Stream bis zum Ende geschaut habt, oder das Video, je nachdem, wann ihr es schaut. Und ja, also auf YouTube schon mal Tschüssi.